Herzlich willkommen zur 13. Folge Koblenz im Dialog. Ich freue mich sehr, dass Sie hierher gekommen sind aus Frankfurt, aus Limburg, jawohl, aus fast Nahstädten. Ne? Entschuldigung, Hadi, ganz genau. Und auch Gäste, die sehr oft schon hier waren. Und ich sehe auch viele, viele neue Gäste. Ganz besonders freue ich mich, dass der Paul es mit dem Zug geschafft hat, aus Rostock pünktlich hier einzutreffen. Herzlich willkommen, Paul Schreier. Lass uns mal sitzen. Koblenz ist die Wiege der Demokratie in Deutschland. Die Koblenzer Wochen der Demokratie wurden im Jahr 2018 anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der sogenannten Rittersturzkonferenz ins Leben gerufen. Auf dem Koblenzer Rittersturz, einem Felsvorsprung am Stadtrand, auf dem bis in die 1970er Jahre ein Hotel stand, fanden vom 8. bis zum 10. Juli 1948 entscheidende Beratungen zur Verfassung des Grundgesetzes statt. Die Entstehung der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland ist somit unmittelbar mit der Stadt Koblenz verbunden. Vom 5. Mai bis 5. Juni 2019 finden nun wiederum in Koblenz die Wochen der Demokratie statt. Lesungen, Diskussionen, Ausstellungen drehen sich dann um die Frage, wozu Demokratie? Das an sich ist in der heutigen Zeit eine gute Frage, wie wir an jeder nur denkbaren Ecke unseres Lebens feststellen. Auch in Koblenz. Die Veranstaltungsreihe, zu der Sie heute oder ihr heute gekommen seid, wurde im städtischen Veranstaltungsprogramm zu den Koblenzer Wochen der Demokratie nicht aufgenommen. Ob sich die Kulturdezernentin da willkürlich etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, wird eine der nächsten Stadtratssitzungen klären. Für das nächste Jahr werde ich mich selbstverständlich wieder bewerben. Ihr Argument war, um das mal zu erwähnen, wir sind eine Privatinitiative und die wird nicht gefördert. Sie können sich vorstellen oder ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht im Interesse einer meinungsbildenden Zivilgesellschaft ist. Da übte ich Kritik. Dabei wollten wir noch nicht mal Geld von der Stadt, weil wir uns ja schon über ein Jahr aus eigenen Ressourcen bedienen, also aus Spenden finanzieren oder das Refinanzieren durch die Eintrittsgelder. Das Bundesprogramm Demokratie leben stellt der Stadt in diesem Jahr 100.000 Euro zur Verfügung. Das wollte ich aber zumindest mal erwähnt haben. Damit werden solche Programme kofinanziert. Die Stadt Koblenz partizipiert von diesem Bundesprogramm, was das Familienministerium zur Verfügung stellt, schon seit Oktober letzten Jahres. An den Stadtrat, ach der Thomas, kommt doch mal hinein, wir baden gerade. Ja, grüße dich. Moment, die Eintrittsgelder legt er dorthin, dass du mir noch durchgehen. Denn der Leo ist gerade nach Hause gegangen und dann können wir das gleich machen, lieber Thomas. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ihr denkt dran, ne? Und, vielleicht könnt ihr ihn. Genau, danke schön. So, wir lassen natürlich prüfen, wie diese Gelder hier in Koblenz genutzt werden. Weil ich hatte die Vermutung, aber das müssen wir auch prüfen lassen durch einen Rechenschaftsbericht, der uns noch nicht vorgelegt werden konnte, ob das eventuell mit den Gegendemonstranten zu tun hat. Denn der Inhalt dieses Bundesprogrammes, also wie die Förderbedingungen aussehen, ähnelt sich in der Art und Weise, wie sich die Gegendemonstranten äußern, in gleicher Weise. Also es ist genau derselbe Wortlaut. Die sollen gegen rechts Extremismus, gegen Antisemitismus und also weil wir es nicht sind, ist es schon eigentlich und ich habe es jetzt auch schriftlich ja nun durch 2 bzw. 4 Gerichtsprozesse wäre das dann schon eine ja, Zweckentfremdung, wenn man drüben die Gruppen, diese Vereine davon partizipieren lassen würde, denn es soll eigentlich sollen lokale Akteure durch dieses Bundesprogramm gefördert werden, um gegen Antisemitismus oder
Rechtsextremismus etwas zu tun, was wir ja grundsätzlich begrüßen. Wir sind ja genauso gegen Rechte oder Rechtsextremismus. Wir sind gegen jede Art von Antisemitismus, und dann meinen wir nicht nur diesen jüdischen, sondern auch den muslimischen, ganz genau, sind ja auch Semiten, man muss das immer wieder dazu sagen, denn wir haben, und das habe ich festgestellt in Mainz, einen Antisemitismusbeauftragten, der ist für jüdisches Leben und Antisemitismus, aber diese unterschiedlichen Konferenzen, die der Guy Dawson mit mir erlebt hat im letzten Jahr, wir haben mal eine besucht, richten sich tatsächlich nur gegen den jüdischen Antisemitismus, und das finden wir es nicht ausreichend, ne? Also es muss auch die Muslime schützen. So, aber das nur noch mal am Rande. Wir versuchen im nächsten Jahr im offiziellen Programm dabei zu sein. Letztlich geht es mir darum, dass wir mitmachen, meinungsbildend, und dass vor allen Dingen Private, die uns noch nicht erblickt haben, also weil wir ja im Internet auf einer bestimmten Seite werben oder vielleicht in bestimmten Zielgruppen noch nicht vorkommen und über eine städtische Seite dann vielleicht an den einen oder anderen Besucher herankommen. Können wir mal kurz etwas rüberhalten lassen? Wollt ihr noch mal eben was klären? Sag's mal laut eben. Sag's mal laut. Geht um Getränke nochmal. Gut, so. Ein Hefeweizen. Okay. Hat noch jemand Wunsch? Soll jemand was trinken? Ja, okay. Ihr? Nee, du hast so geguckt, als ob. Gut. So. Also, uns geht es also nicht um Mittel, uns geht es ums Mitmachen, dass wir auch anerkannt werden, dass es so eine Veranstaltungsreihe hier gibt und dass wir vielleicht auch neue Interessenten für diese Veranstaltungsreihe gewinnen können. So, eigentlich um eigentlich gar nichts anderes. Aufklärung ist wichtig, das bemerken wir und auch ihr immer wieder. Wozu Demokratie? Diese Frage stellen wir uns im Grunde nicht mehr. Meinungsfreiheit ist im Grundgesetz verbrieft. Eine andere Frage stellt sich für uns: Kann und wird Demokratie in dem Maße genutzt, benutzt, gelebt, umgesetzt, respektiert, wie es in einer freien Denkernation wie Deutschland Sinn machen würde? Wir stoßen gelegentlich an unsere Grenzen, daher haben wir uns gemeinsam mit Paul Schreier einen Autoren eingeladen, der die wunden Punkte in vielen seiner Aufsätze bearbeitet hat. Er beschäftigte sich unter anderem damit, wie propagandistisch Stilmittel in der Kommunikation genutzt werden, um Austausch, Diskussion, ja Dialog zu verhindern. Und er widmete sich den Argumenten. Das Thema schaut dann auch etwas tiefer. Auch dafür ist Paul Schreier bekannt. Unter Fachleuten, nicht nur Journalisten, sondern wissenschaftlich arbeitenden Historikern und Politologen, gilt er als einer der fleißigsten Rechercheure überhaupt. Okay. Ich habe mit dem Hermann Plopper zum Beispiel auch gesprochen. Also, also es gibt einige, die dich hochschätzen, und das wollte ich in diesem Rahmen auch mal sagen. Unser Thema heute: Populismus, Verschwörungstheorie, Querfront. Wie Kampfbegriffe das Denken begrenzen. Begriffe wie Populismus und Verschwörungstheorie sind in aller Munde. Wer mit ihnen in Verbindung gebracht wird, der verliert an Ansehen und soll, so der Eindruck, aus der Debatte ausgeschlossen werden. Zu Recht. Was ist dran an dem Argument, dass so etikierte Ansichten gefährlich seien und die Demokratie untergraben würden? Was bedeuten die Begriffe wirklich? Ist etwa Querfront tatsächlich ein Bündnis von links und rechts gegen die Demokratie, das auch schon den Nazis zur Macht verhalf? Paul Schreier präsentiert eine faktenorientierte Spurensuche und eine Ermunterung zum kritischen Denken. Paul Schreier ist Autor und freier Journalist, unter anderem für das Magazin Telepolis, sowie Autor mehrerer politischer Sachbücher. Wir sind die Guten, Ansichten eines Putin-Verstehers oder wie uns die Medien manipulieren. 2014 mit Matthias Brökers, der schon hier war, war über viele Monate ein Spiegel-Bestseller und wurde in mehreren Sprachen übersetzt. Sein Buch »Wer regiert das Geld?« erhielt 2016 eine Nominierung für den Get Abstract International Book Award.
Zuletzt erschien 2018 im Westend Verlag Die Angst der Eliten, wer fürchtet die Demokratie? Ich wünsche viel Spaß mit Paul Schreier. Ja, schönen Dank für die, kann man mich hören über das Mikro? Ja, muss ein bisschen näher rangehen, okay. Vielen Dank nochmal für die Einladung an die Sabine Jahn. Erst vor wenigen Wochen hat sie mir geschrieben und mich eingeladen. Ich kannte sie vorher nicht, ich kannte die Veranstaltungsreihe auch vorher nicht, habe mir das angeschaut. Sie hat schon in ihrem Anschreiben formuliert, dass es hier in Koblenz bei Ihnen ein bisschen hoch hergeht, dass es hier regelmäßig Gegendemonstrationen gibt, was ich erstmal interessant fand. Ein bisschen näher ran, okay. Das hatte ich bisher noch nicht bei meinen Veranstaltungen, dass also Gegendemonstranten draußen stehen. Deswegen habe ich mich natürlich erstmal ein bisschen informiert, was hat es mit dieser Reihe hier eigentlich auf sich, was ist denn hier so furchtbar und gefährlich. Konnte jetzt auf Anhieb allerdings wenig finden. Deshalb überrascht mich das nach wie vor, dass ich mit Eifer hier wir sprechen heute über, also ich möchte nach dem meinem Vortrag gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen, mal ein bisschen diskutieren können, was Sie hier immer am Spaß sind. Das ist eigentlich mehr so ein Einstieg, was ich hier Ihnen erzähle. Wir sprechen also über Themen, über Begriffe, die auch da draußen auch transparent bis eben noch standen zumindest. Und ja, ich will einfach mal diese drei Begriffe, weil die sehr häufig kommen, ja? Populismus, Verschwörungstheorie, Querfront, damit wird wirklich Stimmung gemacht, wollte ich die gerne mal so im Einzelnen kurz anreißen. Auf den Begriff Populismus gehe ich ein bisschen detaillierter ein, das wird ein bisschen länger, die anderen relativ kompakt. Ja, fangen wir einfach an. Ja, genau. Was sind Verschwörungstheorien? Direkt weitermachen. Ja, dieser Herr, ich weiß nicht, ob ihn jemand von Ihnen schon mal gesehen hat, das ist der Professor Michael Butter von der Uni Tübingen, ein Amerikanist, der quasi in vielen großen Medien bei uns hier in Deutschland als der Experte für Verschwörungstheorien gehandelt wird. Er hat auch ein Buch dazu geschrieben, was im letzten Jahr im Durkheim Verlag erschienen ist, also ganz renommiert, wo er also zeigt, wie gefährlich diese Verschwörungstheorien sind und ja, und warnt halt davor. Und er findet halt viel Platz in den Medien. Das ist hier ein Beitrag aus den Thilo These Temperamente, dem Kulturmagazin der ARD, wird im Spiegel interviewt und so weiter. Also er ist jetzt gerade die Person der Stunde, was dieses Thema angeht. Und ich beginne mit ihm, weil er in seinem Buch, was ich auch gelesen habe, nicht nur in seinem Buch, sondern auch in einem Artikel dazu, versucht zu erläutern, was es mit dem Begriff eigentlich auf sich hat. Da möchte ich kurz mal was draus zitieren, damit wir das aus seinem Munde vielleicht mal hören, wie er das bewertet. Er sagt, Verschwörungstheorien behaupten, dass es eine im Geheimen operierende Gruppe von Menschen gibt, die einen systematischen Plan verfolgen, um die Kontrolle über eine Institution, ein Land oder gar die ganze Welt zu übernehmen oder dies bereits in der Vergangenheit getan haben und nun ihre Macht sichern und ausbauen wollen. Und er bewertet das so, indem er sagt, das ist ein romantisch anmutendes Welt- und Menschenbild. Das fand ich ganz interessant, weil das heißt im Grunde, da schwingt mit, dass er der Meinung ist, das wäre vielleicht früher mal so gewesen, dass es das mal gegeben hat in vergangenen Zeiten, aber doch heute nicht mehr. Und deshalb interpretiert er das als romantisch sozusagen. Also das sind die Leute, die glauben, das wäre heute noch so, die sind also ein bisschen hinterm Mond sozusagen. Und ja, also so bitte mal die nächste Folie. Er sagt weiter, Verschwörungstheorien gehen davon aus, dass Menschen ihre Absichten in kleinen Gruppen über Jahre hinweg in die Tat umsetzen können. Okay, ist klar. Und dann jetzt, ganz interessant, dies widerspricht den Annahmen der modernen Sozialwissenschaften. Und deshalb werden Verschwörungstheorien vom wissenschaftlichen Diskurs und der Allgemeinheit eben aufgrund dieser falschen Grundannahmen nicht ernst genommen. Und so sagt er, deren Vertreter müssen damit rechnen, aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft ausgeschlossen und eventuell sogar sozial geächtet zu werden, was zweifellos zutrifft. Das ist also auch die Erfahrung, die man machen kann. Und er sagt, Verschwörungstheorien entfalten eine mitunter hochproblematisch politische Wirkung. Okay. Bitte mal zum nächsten. Dieser Satz ist mir hängen geblieben daraus. Es widerspricht den Annahmen der modernen Sozialwissenschaften, dass Menschen ihre Absichten in kleinen Gruppen über Jahre hinweg in die Tat umsetzen können. Wenn man da einen Moment drüber nachdenkt, was heißt das eigentlich? Also für mich entstehen da drei Fragezeichen, wenn ich das sehe. Denn das ist eigentlich sehr leicht zu widerlegen. Es ist eigentlich eine ganz, ganz steile These, wenn man es mal ein bisschen drüber nachdenkt. Und das Interessante ist auch, die Leute, die den Begriff Verschwörungstheorie so verwenden, so kritisch verwenden, die machen das auch gar nicht in der Einheitlichkeit, denn es gibt tatsächlich auch Verschwörungstheorien, die allgemein akzeptiert werden. Müssen wir mal zweimal weitermachen?
Ja, es gibt medial akzeptierte Verschwörungstheorien, zum Beispiel Russiagate. Also, das kennen Sie alle aus den Zeitungen, aus den Nachrichten. Putin hat 2016 die US-Wahlen manipuliert und sich dazu mit Trump verschworen. Das ist natürlich eine lupenreine Verschwörungstheorie, ist ja klar. Und das Besondere an dieser Verschwörungstheorie ist, dass sie also über die letzten 2 Jahre, also bis Anfang dieses Jahres, permanent durch alle großen Medien verbreitet wurde, obwohl es gar keine Belege dafür gegeben hat, sondern nur sehr viele Mutmaßungen und Verdächtigungen. Und das ist jetzt im März diesen Jahres ein wenig in sich zusammengefallen. Mal bitte weiter. Das ist hier das Titelblatt der New York Times vom 25. März diesen Jahres. Und das ist die Headline: Mueller finds no Trump-Russia conspiracy. Also Mueller ist der Sonderermittler in den USA, der die letzten 2 Jahre nichts anderes gemacht hat, als mit einem großen Team Belege zu suchen dafür, dass Trump und Putin sich irgendwie verschworen haben. Und nach 2 Jahren stellt er also fest: Ich habe leider keine Belege gefunden. Damit ist diese Verschwörungstheorie eigentlich in sich zusammengefallen, was aber viele Medien nicht daran hindert, weiter so zu tun, als wäre da doch irgendwie was dran. Aber es ist schon bemerkenswert, weil das ist, wie gesagt, die New York Times, die ja als das Leitorgan schlechthin gilt in der westlichen Welt, die das also auch zugeben musste, zumindest berichten musste. Ja, das ist die eine Seite. Und dann gibt es eben auch medial nicht akzeptierte Verschwörungstheorien, die es ja vor allen Dingen geht. Klassisches Beispiel ist 9/11. Die Theorie besagt ja dann meistens, Teile des US-Sicherheitsapparates sind in die Anschläge verwickelt. Und das ist natürlich eine Verschwörungstheorie, die von allen Medien scharf abgelehnt wird, wie Sie sicher alle wissen. Wenn man mal drüber nachdenkt, was unterscheidet jetzt die einen von den anderen Theorien, die akzeptierten von den nicht akzeptierten? Also wir haben hier ein Merkmal, würde ich mal sagen, die vermuteten Verschwörer in diesem Teil bei 9/11 stehen im Grunde auf unserer Seite, in Anführungszeichen, oder gehören zu unserer eigenen oder zu einer befreundeten Regierung. Dann wollen wir mal eins weiterklicken. Anders gesagt, so kann man es vielleicht zuspitzen, Feinden, in Anführungszeichen, werden Verschwörungen durchaus zugetraut, aber unseren eigenen Eliten nicht. Und dahinter steht im Grunde ein Glaube, eine feste Überzeugung, dass unsere Eliten moralischer handeln als die Eliten feindlicher Länder, in Anführungszeichen. Das ist im Grunde die Überzeugung, wenn man es mal durchdenkt, eigentlich ein sehr naiver Gedanke, ein fast schon kindlicher Gedanke, wie vielleicht ein Kind auf seine Eltern denkt oder vielleicht sagt, meine Eltern sind doch keine bösen Menschen, die würden so etwas Böses nie tun. Diese Art von Glauben ist gesellschaftlich auf einer abstrakteren Ebene eben weiterhin sehr weit verbreitet, so würde ich das beschreiben wollen. Ja, wie kann man es, als Fazit könnte man vielleicht kurz sagen, der Begriff Verschwörungstheorie, wie ich es eben schon kurz angedeutet habe, wird heute eben nicht konsistent verwendet, sondern eigentlich, wie es gerade passt und vor allen Dingen als Etikett, mit dem eben bestimmte Diskussionen, unliebsame Diskussionen, sage ich mal, behindert und verbunden werden. Und das ist auch sehr effektiv. Also das, wenn man die letzten 10, 15 Jahre sich anschaut, also das funktioniert wunderbar im Sinne der Leute, die den Begriff verwenden, dass diese Themen, diese Debatten tatsächlich aus der Öffentlichkeit weitgehend herausgehalten werden. Ja, soviel vielleicht mal zu diesem Begriff als Diskussionsgrundlage. Kommen wir mal zum nächsten. Ach nee, ich habe noch was dazu gesagt. Wer benutzt den Begriff? Ja, natürlich. Das sind natürlich die Leute, die diese Debatten dann eben nicht haben wollen. Wenn wir uns das mal anschauen, dann sehen wir hier, weiß nicht, ob Sie ihn wiedererkennen, ganz links, das ist der Professor Butter wieder, der hier zu Gast ist beim Bundespräsidenten, der eine Veranstaltung zur Reihe im vergangenen Jahr gemacht hat zur Zukunft der Demokratie und die Gefahren für die Demokratie. Und da hat er auch den Professor Butter eingeladen, der ja gerade so en vogue ist. Und der hat dort auch gesprochen über die Gefahr von Verschwörungstheorien. Und die ganze Veranstaltung ist konzipiert von der Bertelsmann-Stiftung. Die hat das in Zusammenarbeit mit dem Bundespräsidialamt gemacht. Kleine Randinformation. Können wir mal weiterschauen. Ich möchte noch mal kurz verweilen, weil der Professor Butter, ich habe jetzt mit dem kein Hühnchen zu rufen oder so, aber es ist einfach eine interessante Figur, weil er so eine wichtige Rolle spielt, in den Medien so präsent ist. Seine Hauptfunktion oder eine seiner wichtigen Funktionen wird relativ selten erwähnt. Er ist nämlich Vizechef eines europäischen Forschungsverbundes. Und das ist die Webseite dieses Forschungsverbundes. Wird von der EU finanziert, läuft seit 2015, jetzt schon über 3 Jahre, wird viel Geld verteilt an europäische Forscher und der Titel ist übersetzt Vergleichende Analyse von Verschwörungstheorien in Europa. Das ist ein Riesenforschungsprogramm, wo also über 100 europäische Wissenschaftler forschen mit EU-Geldern, um dieses Thema sozusagen am Laufen zu halten. Und schauen wir mal eins weiter. Ich habe hier mal den
das Memorandum of Understanding von diesem Projekt angeschaut, also die Bedingungen, unter denen das Geld ausgegeben worden ist. Worum soll es eigentlich gehen? Was sollen die machen, diese Forscher? Was haben sie in den letzten 3 Jahren getan? Da finden wir also folgende Ziele: dem schädlichen Einfluss von Verschwörungstheorien auf demokratische Werte entgegenwirken, von Verschwörungstheorien betroffene Akteure mit Strategien ausstatten, Verschwörungsvorwürfe zu kontern, eine enge Zusammenarbeit mit Politikern, Journalisten und NGOs wird vorgesehen und die Entwicklung von Empfehlungen und Trainingsmaßnahmen für Politiker, Denkfabriken, Diplomaten und Geheimdienste. Habe ich mir nicht ausgedacht, steht da wirklich. Das sollen die also machen. Es geht auch weiter. Weitere Ziele. Zu den Zielen gehört auch die Einladung von Vertretern der PR-Abteilung, Originalzitat, großer Institutionen und Unternehmen, zum Beispiel von Banken und der EU selbst, sowie von Forschern von Wirtschaftsschulen, die zum Image von Konzernen arbeiten, um Empfehlungen und Mittel zu entwickeln, mit denen sich unberechtigte Angriffe von Verschwörungstheoretikern kontern lassen. Also hier sehen wir eigentlich, in welcher Breite dieses Thema angelegt wird und welche Art von Kritik in welcher Breite auch nicht genehm ist sozusagen und mit diesem Begriff gekontert werden soll tatsächlich. Also da wurde es mir schon ein bisschen anders, als ich das gelesen hatte. Ist aber ein offenes Dokument, ich habe hier auch den Link, kann sich jeder anschauen, ist die Grundlage dieses Forschungsverbundes. Okay. Ja, was passiert dann mit diesen Geldern? Da werden ganz viele Studien an diversen europäischen Universitäten erstellt und das ist jetzt mal eine relativ aktuelle, das ist Anfang diesen Jahres, ich habe die mal als Beispiel rausgesucht. Eine Studie erschien im British Journal of Social Psychology, also für Sozialpsychologie, Überschrift der Glaube an Verschwörungstheorien, also der Zusammenhang vom Glauben an Verschwörungstheorien und den Absichten, Alltagskriminalität zu begehen. Und das Ergebnis der Studie ist, dass Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, also eher geneigt sind, sogenannte Alltagskriminalität zu begehen. Damit ist gemeint, zum Beispiel bei Rot über die Ampel zu fahren. Das meine ich aber ernst, das ist jetzt nicht Satire, das ist wirklich eine seriöse Studie. Genau, und jetzt kann man sich denken, okay, das ist jetzt, es erscheint in so einem kleinen Wissenschaftsjournal. Nee, das findet dann auch den Weg in die Medien, wenn wir mal eins weiterschauen. Also diese Studie ist in vielen großen Medien berichtet worden, hier zum Beispiel Independent, das ist eine der größten britischen Zeitungen. Da ist dann die Überschrift, Verschwörungstheoretiker verüben mit größerer Wahrscheinlichkeit Verbrechen, finden Psychologen heraus. Und dann liest man so diesen Artikel und erfährt aus dem Artikel aber nicht, dass das jetzt das Ergebnis ist einer Studie mit Geldern von der EU im Rahmen, das steht da nicht drin. Das erfährt man nicht. Man denkt, man bekommt jetzt hier unabhängige Forschung präsentiert. Also so funktioniert das dann. Mal ein Beispiel, ist jetzt relativ aktuell, der Artikel ist auch vom Februar diesen Jahres. Okay. Ja, soviel zu diesem Thema Verschwörungstheorien. Das ist vielleicht schon genug Futter zum Diskutieren, aber wir machen mal weiter mit Populismus. Das ist vielleicht, würde ich sagen, der Begriff, der doch am meisten zirkuliert in den letzten Jahren, wo am meisten mit auf Politik gemacht wird. Was ist gemeint? Also gängige Zuschreibungen sind eigentlich, Populisten sind Rattenfänger, Volksverführer, reden den Leuten nach dem Mund, diskriminieren Minderheiten, sind betrügerisch, machen falsche Versprechungen, hetzen die Bürger auf gegen die Ordnung oder mit einem Wort, Populisten bedrohen die Demokratie. Das ist eigentlich so der Tenor, den man so kennt aus den Medien, aus der Öffentlichkeit. Ja, wie ist das aber mit Lautwörterbuch? Ich finde das immer ganz interessant, bei solchen Begriffen dann auch mal ins Wörterbuch zu schauen, wie ist eigentlich die Definition sprachlich? Und dann finden wir zwei verschiedene. Im Duden steht, Populismus ist von Opportunismus geprägte, volksnahe, oft demagogische Politik, die das Ziel hat, durch Dramatisierung der politischen Lage die Gunst der Massen zu gewinnen. Okay, das ist so ein bisschen wie eben, nicht groß anders, aber schauen wir jetzt ins englische Wörterbuch, ins Oxford American Dictionary, dann steht da ein bisschen was anderes. Da steht drin, übersetzt, ein Populist ist ein Anhänger einer Partei, die versucht, die Interessen einfacher Menschen zu vertreten. Das ist die Definition in den USA, offiziell sprachlich im Wörterbuch, im Oxford Dictionary. Und da kommt man schon ins Grübeln, woher kommt dieser Unterschied? Warum haben wir so eine ganz andere Wörterbuchdefinition als die Amerikaner? Und dann macht es Sinn, sich den Begriff mal kurz historisch anzuschauen. Das wird jetzt nicht so lang, keine Sorge. Also der Begriff kommt historisch zunächst mal aus dem Römischen Reich, da gab es die Popularen. Das waren Politiker, die sich eben nicht auf die Elite gestützt haben, sondern auf die breite Masse. Tiberius Gracchus, kennt vielleicht noch der eine oder andere aus dem Schulunterricht, aus dem Geschichtsunterricht, das war so ein Volkstribun, der das gemacht hat, der dann bald ermordet wurde.
Und damalige Geschichtsschreiber wie Cicero zum Beispiel haben das damals schon als negativ bewertet, da ja die etablierte Ordnung in Frage gestellt wurde. Also genau das Argument, was wir heute auch wieder haben. Das ist also eine uralte Debatte. Okay. In der Neuzeit taucht der Populismus in den USA wieder auf, und zwar Ende des 19. Jahrhunderts. Und das fand ich eine ganz spannende Geschichte. Davon wusste ich vor meinen Recherchen auch nichts. Das habe ich dann erst so Stück für Stück rausgesucht. Also was war das für eine Zeit? Ende des 19. Jahrhunderts war eine ganz polarisierte Zeit in den USA. Es gab starkes Wirtschaftswachstum und ganz starke Machtkonzentration. Es war die Zeit der großen Monopole. Rockefeller, der hat das Ölgeschäft dominiert, Carnegie den Stahl und Morgan hat das Bankwesen dominiert. Das waren ganz mächtige Monopole, die später auch teilweise per Gesetz zerschlagen wurden. Aber Ende des 19. Jahrhunderts waren die sehr mächtig. Und es gab eine extreme Ungleichheit in den Vermögen, so ein bisschen wie heute, auf ähnlichem Niveau war es damals schon einmal. Und da formierte sich eben eine Gegenbewegung in dieser Situation und es entstand in den USA eine neue Partei, die nannte sich People's Party, also Volkspartei übersetzt. Und die nannten sich selbst Populisten. Das war ihre Selbstbeschreibung. Und das ist ein Plakat von denen, von der Präsidentschaftswahl 1892, das waren die beiden Kandidaten für Präsident und Vizepräsident und ihr Slogan war: Gleiche Rechte für alle, keine Sonderprivilegien. Oh, ein bisschen wie Geldwesten vielleicht. Ja. Und um nochmal ein bisschen so klarer zu machen, was das für eine Zeit gewesen ist, wie die Leute getickt haben. Es gab damals einen riesen Bestseller, 1879, der wurde wirklich überall diskutiert damals, der hieß Progress and Poverty, also Fortschritt und Armut. Ist auch in Deutsch erschienen, auch jetzt jüngst vor kurzer Zeit nochmal neu erschienen, von einem Ökonomen. Und da ist eine schöne Passage drin, da steht: Es stimmt, dass der Reichtum stark zugenommen hat und dass der Durchschnitt an Komfort, Freizeit und Kultiviertheit gestiegen ist. Aber diese Zugewinne sind nicht allgemein. Die niedrigsten Klassen haben keinen Anteil daran. Diese Verbindung von Armut mit Fortschritt ist das große Mysterium unserer Tage. Also wie gesagt, vor über 100 Jahren. Es bildet sich ein vages, doch allgemeines Gefühl der Enttäuschung, eine zunehmende Verbitterung in den arbeitenden Klassen, ein weit verbreitetes Gefühl von Unruhe und gärender Revolution. Eigentlich recht aktuelle Worte, könnte man sagen. In dieser Zeit ist diese Partei entstanden und um es konkreter zu machen, die Ursprünge liegen in einer Bauernbewegung. Das waren wirklich Bauern in existenzieller Notlage, die also abhängig waren von Geldverleihern, die also ihre Ernte im Voraus verpfänden mussten und wirklich kurz vorm Konkurs waren in großer Dimension. Ihnen wurden überholte Frachtraten abgeknöpft von den Eisenbahnmonopolisten, die Zinsen waren teilweise bei 25%, weil eben diese ganzen Geschäftszweige, Banken, Eisenbahn, alles monopolisiert war. Die konnten sich das erlauben, man war abhängig von den großen Monopolen als Bauern. Die Regierung damals in den USA ignorierte die Sorgen der Bauern, aber größtenteils, weil beide Großparteien damals beherrscht waren von den wohlhabenden Eliten. Und das ist eine Karikatur aus der Zeit, von 1889. Die Bosse des Senats, heißt die Karikatur, wird ziemlich bekannt, wo dargestellt wird, wie einige Menschen damals eingeschätzt haben, wie die Politik funktioniert. Man sieht die Abgeordneten im Senat und dahinter die eigentlichen Strippenzieher, die ganzen Monopole, die ganzen Monopolisten, Stahl, Kupfer und so weiter, steht da halt drauf. Und oben ist so ein kleines Schildchen, Eingang für die Leute, für die normalen Bürger, der ist geschlossen. Und das ist halt die Karikatur. Das war auch so die Stimmung damals, sehr populäre Karikatur. Okay? Ja, und dann entstand eben in einer Art Selbsthilfe, weil den Bauern eben niemand geholfen hat, haben sie sich selbst zusammengeschlossen zu ländlichen Bauernvereinigungen. Einkaufsgemeinschaften, solidarische Versicherungen entstanden, man organisierte den Verkauf der Ernte kooperativ, aber man ging auch darüber hinaus, man stellte politische Forderungen, zum Beispiel den 8-Stunden-Tag für alle Amerikaner. Also wenn man es sich mit dem Blick von heute anschaut, sind das eigentlich Sozialdemokraten gewesen. Das, was die SPD in der Zeit in Deutschland gemacht hat, das haben die dort gemacht, diese People's Party. Okay? Ja, und man hat sich solidarisiert mit streikenden Arbeitern in den Städten. Wer sich ein bisschen mit amerikanischer Geschichte in der Zeit auskennt, der weiß, dass damals die Streiks in den großen Städten mit großer Gewalt niedergeschlagen worden sind. Teilweise mit Nationalgarde, wirklich mit Waffengewalt, die Leute zusammengeschossen wurden. Und mit denen haben sie sich solidarisiert. Und diese Farmers Alliance, so nannte sich diese Bauernvereinigung, hatte also in der Zeit zum Höchststand 400.000 Mitglieder überall in den USA und laut einem bekannten Historiker war das die massivste Organisierungskampagne aller Bürgerinitiativen im 19. Jahrhundert in ganz Amerika. Heute so gut wie unbekannt, weiß man eigentlich nichts darüber.
Ja, hier ist mal ein Bild von diesen Leuten, die diese Partei gegründet haben. 1891, hier stand die Partei. Hier ist eine Versammlung, auf der sie ihre Kandidaten dann gewählt haben. Okay. Und es hieß in ihrem Programm: Willkommen inmitten einer Nation zusammen, die an der Grenze zur moralischen, politischen und materiellen Ruin steht. Korruption beherrscht die Wahlurnen, die Parlamente, den Kongress und erfasst sogar den Hermelin der Richterbank. Den Arbeitern in den Städten verweigert man das Recht, sich zu ihrem eigenen Schutz zu organisieren. Importierte, verarmte Arbeitskräfte drücken ihre Löhne. Die Früchte der Mühen von Millionen werden dreist gestohlen, um kolossale Vermögen anzuhäufen. Ja, das ist so eine Kernpassage aus dem Programm gewesen. Einfach, damit man nochmal so versteht, was der Geist gewesen ist. Ja, was kann man sagen? Nochmal eine Karikatur aus der Zeit, die nochmal, also unten die Menschen, die tragen, dann die Politiker, darüber die Bosse, dann die Banker und ganz oben steht dann ein Senator, der dann getragen wird. So hat das der Karikaturist eingeschätzt. Ja, also man kann sagen, in den USA hat der Populismus durchaus eine positiv besetzte Tradition als kapitalismuskritische Bewegung und in Deutschland ist der Begriff aber negativ besetzt. Ja, warum ist das so? Ich möchte auf diese Argumente auch eingehen. Weil es interessant ist. Kommen wir mal zum nächsten. Also, ein Argument ist, Populisten maßen sich an, für das Volk zu sprechen. Dann, aber tatsächlich gibt es doch gar keinen Volkswillen. Populisten fördern den Nationalismus, ist ein häufiges Argument, ja. Täuschen vor, es gäbe einfache Antworten. Und ein fünftes habe ich noch, sie spalten die Bevölkerung in Elite und Entmündigte. Also diese, ich habe das mal so runtergebrochen, das sind für mich zumindest Argumente, die ich sehr häufig höre, die für mich so den Kern ausmachen des Populismusvorwurfs. Was ist eigentlich so schlimm am Populismus, sind glaube ich immer diese fünf Punkte, das sind zumindest die Punkte, die mir jetzt aufgefallen sind. Okay. Und die würde ich gerne mal kurz im Einzelnen durchgehen, und dass man einfach mal das mal so kritisch selber durchdenkt. Ja. Gut, also dieses erste Argument, Populisten maßen sich an, für das Volk zu sprechen. Das stimmt, keine Frage. Es ist eine Anmaßung tatsächlich, trifft zu, aber es gilt eben auch für andere. Auch viele etablierte Politiker maßen sich ebenso an, für das Volk zu sprechen und berufen sich auch immer wieder auf eine große Volksgemeinschaft. Also das berühmte Zitat jetzt von Angela Merkel, wir schaffen das. Ist ja auch eine Art von Anmaßung. Also sie spricht für alle sozusagen. Es sind aber nicht alle ihrer Meinung. Oder sie sagt, unser wirtschaftlicher Erfolg. Da fragt sich auch der eine oder andere, okay, ist es mein wirtschaftlicher Erfolg? Wessen wirtschaftlicher Erfolg ist es? Ist es auch eine Anmaßung für alle zu sprechen? Und gerade zu diesem letzten Punkt, unser wirtschaftlicher Erfolg, das ist natürlich leicht zu hinterfragen. Zitat aus der Süddeutschen Zeitung von vor anderthalb Jahren. Deutschland ist so ungleich wie vor 100 Jahren. Anteil der Reichsten am Einkommen liegt heute wieder so hoch wie zuletzt 1913. Und dieses Wir, wenn man dann aber von Wir spricht, dann da kann man sagen, es übertüncht eigentlich diesen Zerfall in Arm und Reich. Und wenn man das aber nicht sieht, wenn man der Meinung ist, nein, es gibt ein großes Wir, wir profitieren alle, dann erscheint natürlich die Wut von solchen Leuten, von solchen Populisten und die Sprache von ihnen, dann erscheint als bösartig und verleumderisch. Und man kann sagen, so würde ich es formulieren, die Populisten stören die behauptete Harmonie. Wobei Betonung auf behauptet also ist. Es ist keine behauptete Harmonie, es ist keine reale Harmonie. Und das ist so ein bisschen vielleicht der Knackpunkt in der Debatte oder ein Knackpunkt in der Debatte. Zweites Argument, es gibt gar keinen Volkswillen. Habe ich jetzt mal illustriert mit einem Foto von der G20-Demo in Hamburg 2017. Ja. Da würde ich sagen, das stimmt nur teilweise, denn es lassen sich tatsächlich doch eine Reihe von Fragen benennen, wo es immer wieder über die Zeit hinweg stabile Mehrheiten für ganz bestimmte Fragen gibt. Ich habe mal einige angeführt. Also zum Beispiel, wird Sie jetzt nicht überraschen, Einführung bundesweiter Volksentscheide, gibt es eine klare Mehrheit für, immer wieder in Umfragen, ich habe nur mal eine angeführt, Steuererhöhung für Reiche auch, gibt es stabile Mehrheiten für höhere Renten, natürlich auch Verbot von Atomwaffen, 93% wollten das in einer Forsa-Umfrage. Ja, das Besondere ist, dass alle diese Forderungen ja quasi ignoriert werden von der etablierten Politik, obwohl es über Jahre hinweg stabile Mehrheiten dafür gibt. Und da könnte man dann schon sagen, dass es in einigen zentralen Fragen schon einen messbaren Volkswillen tatsächlich gibt, natürlich nicht in allen Fragen, aber in einigen Fragen schon, der eben ignoriert wird. Von daher würde ich dieses Argument in Frage stellen. Ja, Populisten fördern den Nationalismus. Das ist sicherlich oft richtig. Das ist schon so. Natürlich ist dieses Vorurteil, dass die eigene Nation überlegen ist anderen, das ist tief verwurzelt in vielen Menschen, nach wie vor auch heute noch, und es lässt sich sehr leicht wecken.
und für politische Zwecke nutzen, also das machen ja viele rechtspopulistische Parteien, wenn man den Begriff benutzen möchte, machen ja genau das immer wieder und haben damit auch Erfolg. Und Außenseiterkandidaten nutzen das natürlich für ihre Zwecke. Damals unter den Nazis Hass auf Juden und vermeintlich minderwertige Rassen, in Anführungszeichen, heute Ressentiments gegen Immigranten. Das ist natürlich, das Argument ist schon valide, ist schon gültig, würde ich sagen. Das ist oft der Fall tatsächlich. Ja. Aber, und das ist die Gegenposition, nicht jeder, der jetzt für geregelte Zuwanderung oder für eine Stärkung von nationaler Souveränität ist, ist auch ein Rassist. Ist ja eigentlich klar, ist ja eine Banalität. Wird aber oft vermengt miteinander und diese Vermengung ist eben falsch und ist auch manipulativ tatsächlich aus meiner Sicht. Also da sollte man aufpassen. Ja, nächstes Argument. Populisten täuschen vor, es gäbe einfache Antworten. Sicherlich ist das so und da würde ich jetzt wieder zum Differenzieren raten, denn einfache Antworten können natürlich in die Irre führen. Jetzt mal als Beispiel von Trump, der die große Mauer bauen will nach Mexiko und die Mexikaner sollen es bezahlen, was ja glaube ich auch so nicht richtig aufgeht, ist natürlich idiotisch. Das ist eine ganz einfache Antwort, die überhaupt kein Problem löst. Also damit wird für keine Seite irgendein Problem gelöst. Es gibt ja in den USA einen wirtschaftlichen Druck, dass die Leute rübergezogen werden, weil ja diese schlecht bezahlten Arbeitskräfte gebraucht werden dort. Und deshalb werden sich immer Mittel und Wege finden, die irgendwie durchzuschleusen. Das ist eine klare Scheinlösung. An diesem Punkt würde das Argument stimmen, aber es gibt eben auch einfache Antworten, die vernünftig sein können. Nochmal zurück. Ja, das war zu schnell. Also ein Beispiel, auch mal, um jetzt mal bei Trump zu bleiben, nur als Beispiel, weil er so unheimlich oft in den Medien ist. Trump sagt, mit Russland gut auszukommen wäre eine gute Sache, keine schlechte. Da würde ich jetzt sagen, das ist eine einfache Lösung, die in meinen Augen vernünftig ist. Kann man ja auch überschreiten, aber ich will damit nur sagen, jetzt können wir zur nächsten kommen. Das hängt eben davon ab, von den eigenen Interessen, ob eine einfache Lösung jetzt als gut oder schlecht wahrgenommen wird. Ist ja klar, wem nützt eine solche Lösung denn und wem nützt sie nicht? Jetzt nur zu sagen, eine einfache Lösung ist immer schlecht, das ist eigentlich Unsinn. Das ist wirklich nicht haltbar. Okay, letztes Argument. Achso, nee, das möchte ich noch anfügen. Wer sagt, Populisten geben zu einfache Antworten, meint oft, glaube ich, was anderes. Meint eigentlich betrügerisch einfache Antworten. Also, dass man die Leute täuscht. Ich glaube, das ist tatsächlich gemeint. Und das wiederum ist aber eigentlich nichts, was man nur Populisten anhängen kann. Also, betrügerische, irreführende, einfache Antworten ist eigentlich Alltag. Kann sie in jedem Wahlkampf von fast allen Parteien. Zwei ganz kurze Beispiele, kennen Sie vielleicht noch von 2002, Peter Struck, Deutschlands Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt. Das ist eine ganz einfache Antwort, die extrem irreführend ist, aus meiner Sicht. Oder Thomas de Maizière hat vor zwei Jahren gesagt, wir sind nicht Broker, groß in der Bildzeitung. Das ist auch ein ganz einfacher Spruch, der aber überhaupt keine praktische Lösung hat, die irgendjemand nutzt. Das ist in meinen Augen so diese beiden Aussagen, gespielte Volksnähe, ich würde das nennen Fake-Populismus. Denn echter Populismus hat ja im Grunde Lösungen für die Mehrheit der Leute separat. Und diese Aussagen enthalten keine vernünftigen Lösungen. Deshalb Fake-Populismus, die dienen eigentlich nur der Beschwichtigung von so einem verbreiteten Unmut. Ja? Würde ich jetzt sagen, kann man sich auch drüber streiten. Okay. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, das war jetzt eine Menge Info. Erstes Argument, Populisten maßen sich an, für das Volk zu sprechen, stimmt, aber die anderen Etablierten machen das auch. Die entscheidende Frage ist, wer darf hier ansprechen? Okay. Dann die Sache mit dem Volkswillen. Wie gesagt, in vielen Kernfragen gibt es schon stabile Mehrheitsmeinungen. Ja. Dann Populisten fördern den Nationalismus, stimmt, aber muss man differenzieren, denke ich, Unterstützung des Nationalstaats ist noch nicht Rassismus, das ist schon noch ein Unterschied. Vierter Punkt, Populisten täuschen vor, es gebe einfache Antworten, hatten wir gerade, machen viele Etablierte eben leider auch. Und der letzte Punkt, Populisten spalten die Bevölkerung in Elite und Entmündigte. Ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, der so am stärksten vorgebracht wird. Also den höre ich in letzter Zeit zumindest immer häufiger, so diese Sorge, dass die Leute gespalten werden. Und da stellt sich mir eine Frage, ist diese Spaltung eine Erfindung, die die Realität verzerrt oder eine Spiegelung der Wirklichkeit? Also gibt es diese Spaltung schon, muss man sie gar nicht erst herbeireden? Oder, zugespitzt gesagt, haben Arm und Reich gleichermaßen Einfluss auf die Politik? Oder noch mehr zugespitzt, haben Gering- und Normalverdiener überhaupt politischen Einfluss? Das ist, glaube ich, die Frage, die am Fuße dieser ganzen Debatte um Spaltung steht. Und da, an der Stelle, würde ich gerne nochmal einen kleinen Ausflug mit Ihnen machen.
Das ist jetzt eine Passage, die habe ich sehr oft in meinen Vorträgen drin. Das bezieht sich auf eine Studie, die sehr unbekannt ist. Das ist eine Studie im Auftrag der Bundesregierung. Bitte mal die nächste Folie. Wie demokratisch sind wir wirklich? Das ist sie noch nicht. Das ist die Studie. Systematisch verzerrte Entscheidungen, die Responsivität der deutschen Politik von 1998 bis 2015. Das ist so ein Wissenschaftler, wenn man diese umständlichen Begriffe. Responsivität meint, wie sehr reagiert das Parlament, reagiert die Regierung auf die Wünsche, die mehrheitlichen Wünsche der Bevölkerung. Das bedeutet der Begriff. Zum Hintergrund. Die Bundesregierung macht ja alle 4 Jahre den Armuts- und Reichtumsbericht. Haben Sie das schon in den Nachrichten schon verfolgt? Stellen diesen Bericht vor, da geht es um die Lage des ärmeren Teils der Bevölkerung. Wie sieht es aus? Ist die Schere auseinandergegangen? Wie stark? Weshalb? Wieso? Im Rahmen dieses Berichtes, oder besser gesagt in der Vorbereitung dieses Berichtes, hat die damalige Arbeitsministerin, das war Andrea Nahles in der Zeit, diese Studie in Auftrag gegeben. Bei sehr namhaften Politikwissenschaftlern der Uni Osnabrück, die sollten das herausfinden, inwiefern die Politik die Mehrheitswünsche tatsächlich berücksichtigt. Und das ist interessant, das hat meines Wissens vorher noch nie eine Regierung untersuchen lassen von Forschern. Das ist wirklich eine Neuerung gewesen. Und deshalb möchte ich die Ergebnisse kurz vorstellen. Also, die Ergebnisse der Studie. Achso, und das muss ich kurz vorausschicken, das habe ich jetzt weggekürzt, damit es hier nicht so lang wird, um Ihnen zu erklären, wie die das gemacht haben bei der Studie. Es gibt ja immer die Meinungsumfragen von ARD Deutschlandtrend, die kommen in den Tagesthemen so alle paar Wochen, kennen Sie alle, wo so die aktuellen, strittigen, brennenden Fragen abgefragt werden bei einem repräsentativen Querschnitt. Und was ich nicht wusste, wenn diese Fragen gestellt werden, das sind ja mal Telefoninterviews, dann wird das Einkommen der Befragten erhoben. Das heißt, man kann in der Auswertung nach Einkommensgruppen differenzieren. Man kann genau feststellen, welche Ansichten favorisiert der ärmere Teil, welche Ansichten favorisiert der reichere Teil. Diese Differenzierung erfahren wir im Fernsehen nicht, das kommt in den Tagesthemen nicht. Die Forscher haben sich aber die Zahlen kommen lassen und haben Folgendes herausgefunden. Über einen Zeitraum von 15 Jahren. Je höher das Einkommen, desto stärker stimmen politische Entscheidungen mit der Meinung der Befragten überein. Was Bürger mit geringem Einkommen in besonders großer Zahl wollen, hat in den Jahren von 1998 bis 2013 eine besonders niedrige Wahrscheinlichkeit umgesetzt zu werden. Ja? Und es heißt weiter, die Wahrscheinlichkeit auf Umsetzung sinkt sogar, wenn mehr Menschen aus der untersten Einkommensgruppe eine bestimmte politische Entscheidung befürworten. Das kann man so interpretieren, dass die Regierung nicht nur die Wünsche des ärmeren Teils ignoriert, sondern quasi aktiv gegen sie arbeitet. Das wäre eigentlich eine logische Schlussfolgerung daraus. Okay? Aber das ist auch interessant, es geht eben nicht nur um die Armen, sondern auch um die Mittelschicht. Denn deren Forderungen werden von der Regierung annähernd im gleichen Maße ignoriert wie die der Armen. So die Studie. Es existiert so gut wie kein messbarer Zusammenhang zwischen der Zustimmungsrate für eine Forderung in der Mittelschicht und deren Umsetzung. Der Zusammenhang ist allein für die Wünsche der Einkommensstärksten nachweisbar, dort jedoch sehr deutlich. Okay? Was passiert jetzt mit dieser Studie? Wie gesagt, wurde sie erstellt im Rahmen der Vorbereitung des Armuts- und Reichtumsberichtes. Das ist ein Bericht, an dem alle Ministerien oder viele Ministerien gemeinsam arbeiten. Das heißt, es gibt eine Ressortabstimmung. Die Materialien landen alle im Kanzleramt und werden da durchgesiedelt. Im Kanzleramt passierte dann Folgendes. Es wurde einiges gelöscht aus der Studie. Das ist bekannt geworden durch den Verein Lobby Control, der die beiden Versionen dann zugespielt bekommen hat und das vergleichen konnte. Also folgende Passage wurde gelöscht. Die Studie liefert einen empirischen Beleg für eine Krise der Repräsentation. In Deutschland beteiligen sich Bürgerinnen mit unterschiedlichem Einkommen nicht nur in sehr unterschiedlichem Maß an der Politik, sondern es besteht auch eine klare Schieflage in den politischen Entscheidungen zulasten der Armen. Damit droht ein sich verstärkender Teufelskreis aus ungleicher Beteiligung und ungleicher Responsivität, bei dem sozial benachteiligte Gruppen merken, dass ihre Anliegen kein Gehör finden und sich deshalb von der Politik abwenden, sich in der Folge noch stärker an den Interessen der Bessergestellten orientiert. Und dieser Begriff Krise der Repräsentation, der tauchte an mehreren Stellen im Bericht auf und wurde an allen Stellen gelöscht. Das Interessante ist, dass diese Studie jetzt kein Einzelfall ist. Diese Studie basiert in ihrem Design auf einer amerikanischen Studie, die einige Jahre zuvor erarbeitet wurde. Und das ist diese Studie. Professor Martin Gillens von der Princeton University, also sehr namhaft, hat diese Studie verfasst, daraus auch ein Buch gemacht. Das ist das Buch mit dem Titel Affluence and Influence, also Wohlstand und Einfluss, ökonomische Ungleichheit und politische Macht in Amerika. Und er sagt, im Klappentext heißt, ich habe das Buch mir auch durchgelesen,
Kann ein Land eine Demokratie sein, wenn seine Regierung nur auf die Wünsche der Reichen reagiert? Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Nochmal kurz zum Professor Gillens. Er schreibt in seiner Studie, die der deutschen Studie vorausging und auch sich über einen Zeitraum von 20 Jahren in den USA bezog. Der vollständige Mangel an Responsivität der Regierung bezüglich der Wünsche der Armen ist verstörend und passt eigentlich nur zu den zynischsten Sichtweisen auf amerikanische Politik. Wenn sich die Ansichten von Armen und Wohlhabenden unterscheiden, so zeigen die Ergebnisse, dass die Regierungspolitik in keinerlei Beziehung zum Ausmaß der Zustimmung oder Ablehnung unter den Armen steht. Und auch hier wieder das Gleiche mit der Mittelschicht. Auch der Einfluss der Mittelschicht in den USA ist ununterscheidbar von null. Dann hat er 2016 mitten im Wahlkampf, Sie erinnern sich, Trump, Hillary Clinton, der große Wettstreit zwischen den beiden, da hat er einen Kommentar in der Washington Post veröffentlicht, in dem er da die politische Lage kommentiert hat. Und da schreibt er, viele Amerikaner, die für Außenseiterkandidaten stimmen, glauben, dass die Regierung sie mehr oder weniger ignoriert. Sie haben recht. Das ist jetzt ein Forschungsergebnis, ja, von einem renommierten Professor, stand in der größten Zeitung, einer der größten Zeitungen des Landes. Es ist eben nur so, dass diese Informationen keine große Verbreitung finden. Sie tauchen da mal auf, aber es gibt eben keine großen Talkshows, die das regelmäßig thematisieren. Aber es ist aus meiner Sicht eine der wichtigsten Erkenntnisse, die man haben sollte, die man wissen sollte. Ja, soviel zum Thema Populismus und einigen, was dahinter steht vielleicht, ja, als Stoff zu diskutieren. Dritter Punkt, das wird jetzt kurz, da kommt nicht mehr so viel, was ist die Querfront? Schauen wir uns das mal an. Der Begriff Querfront, was meint er? Klar, die meisten von Ihnen werden es wissen. Er meint, dass Linke mit Rechten paktieren und damit rechtes Gedankengut salonfähig machen. Das ist der Vorwurf. Und das wird oft so benutzt und interpretiert, dass sogar schon Kritik am Geldsystem oder überhaupt an Machteliten dann schon strukturell rechts ist oder antisemitische Denkmuster bedient. Das ist so eine Formulierung, die dann häufig auftaucht. Ich denke auch bei den Herrschaften, die hier draußen demonstrieren, die würden das jetzt unterschreiben. Querfront, man kann sagen, wenn Linke das gleiche kritisieren wie Rechte. Und da steckt im Grunde schon der Wurm drin. Wenn man da einen Moment drüber nachdenkt, ist ja klar, okay, wenn Linke das gleiche kritisieren wie Rechte, ja, wenn etwas kritikwürdig ist, ist ja klar, dass es alle kritisieren. Weiter. Ein Zitat aus einer Studie zur Querfront von der Otto Brenner Stiftung. Das ist eigentlich eine, Otto Brenner war ja Chef der IG Metall, das ist eine Gewerkschaftsstiftung. Da ist vor 4 Jahren eine Studie erschienen, Querfront, Karriere eines politisch-publizistischen Netzwerks, in der so ein bisschen so die Mainstream-Sicht auf Querfront dargelegt wird. Da mache ich nur mal ein Zitat draus, damit man mal diese Haltung nachvollziehen kann. Also da heißt es, die Querfront-Akteure verbindet die grundsätzliche Kritik an den hiesigen Verhältnissen. Es fällt auf, dass positive Anmerkungen über die heutigen Verhältnisse in Deutschland oder in der EU, positive Bekenntnisse zur demokratisch-repräsentativen Gesellschaftsordnung und den ihr zugrunde liegenden Werten fehlen. Diese inhaltliche Ausrichtung lässt eine grundsätzliche Gegnerschaft der Akteure zur bestehenden Gesellschaftsordnung vermuten, meint der Autor der Studie. Und daran schließen sich eigentlich Fragen an. Denn was ist eigentlich die bestehende Gesellschaftsordnung? Das wird ja nicht weiter erläutert in der Studie. Handelt es sich um eine funktionierende Demokratie? Mit dem Wissen von eben muss man sagen, nein. Welche Werte werden real vertreten und durchgesetzt? Mit dem Studienwissen von eben muss man sagen, die Werte der Einkommensstärksten werden real vertreten und durchgesetzt. Also, was hat es dann damit auf sich? Ja, also das ist alles kaum reflektiert, sage ich mal. Ja, diese ganze Querfront-Debatte ist ganz wenig reflektiert, ganz oberflächlich und in weiten Teilen sehr dumm tatsächlich. Ich möchte trotzdem noch was zur Historie sagen, weil es kommt sehr häufig das Argument, wo ich mich auch erstmal einlesen musste, da wusste ich jetzt erstmal wenig drüber, dass sich in den 30er Jahren Rechtsaußen und Linksaußen zusammengetan hätten und das den Aufstieg der Nazis ganz stark gepusht hätte. Okay, was war damals los? Schauen wir mal kurz ein. Ach so, das ist noch ein Fehlschluss, der vorher kommt. Entschuldigung, das habe ich jetzt vergessen. Wer argumentiert, dass es an Demokratie mangle, der wird selbst zum Demokratiefeind erklärt, da er sich ja nicht zur Demokratie im eigenen Land bekenne. Also dieses Argument kommt ganz oft, das erlebe ich auch immer. Das ist, aber es ist, und es wird nicht gemerkt, dass das ein logischer Fehlschluss ist. Ja? Es wird einfach so gedankenlos gesagt. Okay. Nun zur Geschichte. Also die Querfront in den 30er Jahren. Es gab tatsächlich in der NSDAP einen antikapitalistischen Flügel.
Das war natürlich die Zeit der Wirtschaftskrise 29, da war natürlich ganz viel Unmut und es gab auch in dieser Partei, in dieser rechten Partei, einen antikapitalistischen Flügel. Aber wenn man sich das genau anschaut, dann war der 1932, also noch vor der Machtübernahme, parteiintern ziemlich neutralisiert. Da habe ich ja also auch historische Quellen, das kann man sich im Detail anlesen. Wer versucht hat, das zu aktivieren? Das war General Kurt von Schleichern, Reichswehrgeneral, der war der letzte Reichskanzler der Weimarer Republik. Und der versuchte tatsächlich 32 eine Regierung zu bilden aus konservativen Gewerkschaften und einem führenden Nazi, Gregor Strasser, der zu diesem kapitalismuskritischen Flügel der NSDAP gehörte. Der wollte das zusammenrühren, um die Nazis zu spalten, um sie besser in das etablierte System einbinden zu können. Das war der Plan. Aber der Plan kam nicht weit, denn der Strasser konnte sich innerhalb der NSDAP, besonders gegen Hitler, nicht durchsetzen. Und auch die Gewerkschaften schreckten zurück und der Plan scheiterte schon im Ansatz. Und Strasser selbst schwenkte dann sehr schnell auf den Hitlerkurs ein und erklärte, dass der Kapitalismus von den Nationalsozialisten nichts zu fürchten habe. Also da war mit allen linken Ideen abgeschworen, Hitler hatte sich durchgesetzt. Und eine wichtige Sache ist auch dieses, im Februar 33 gab es ein Treffen mit Industrieführern und Hitler. Und bei diesem Treffen mit den mächtigsten Industriellen versicherte Hitler in einem kurzen Vortrag, dass er sich zum Privateigentum bekennt und der kommunistischen Gefahr trotzen will, hat sich quasi denen angebiedert sozusagen. Und daraufhin gab es auch eine große Spende für die NSDAP kurz vor der Reichstagswahl. Und das war ja dann die Wahl, wo der Machtwechsel dann über die Bühne ging. Ist auch nicht mehr so bekannt, einige wissen es noch. Ja, der Autor Ulrich Sander schreibt, die Nazi-Ideologie enthielt so gut wie keine konzeptionellen Gedanken, die Nietzsche schon vorher im konservativen und deutschnationalen Gedankengut der bürgerlichen Rechtsparteien enthalten gewesen wären. Rassismus, Antisemitismus, Antikommunismus, Kolonialismus und aggressiven Militarismus gab es bereits. Mit Rosenbergs Neuordnung des Ostraumes und Hitlers Lebensraum im Osten sollte ein uralter Traum der Herrschenden in Deutschland verwirklicht werden. Also keine neue Sache, sondern im konservativen Spektrum alles schon angelegt. Und dem britischen Historiker Adam Tooze zufolge war für die Unterstützung der Industriellen, was ich oben erwähnt habe, entscheidend, was Hitler ihnen versprochen und dann noch durchgesetzt hatte, nämlich das Ende der parlamentarischen Demokratie und die Vernichtung der deutschen Linken. Ja, das muss man sich wirklich klar machen. Deshalb haben die wirklich so viel Geld in die Nazis reingesteckt, weil das, man muss mal wieder sehen, was war das für eine Zeit. Es gab die Revolution 1918, 19, Weimarer Republik, die Linke war unglaublich stark in dieser Zeit und es war immer ein Bestreben der mächtigen Kreise, die Linke zu schwächen und Hitler hat ihnen das angeboten. Er sagt, wenn ihr mir Geld gebt, dann ist die Linke in Deutschland am Ende und das war sie dann ja auch. Und deshalb, und das ist auch eine wichtige Information, um zu verstehen, was es mit der Querfront oder mit den Bestrebungen für eine Querfront in der Zeit zu tun hatte, dass es die in der Form nicht gegeben hat, also dass der Kampf rechts gegen links mit einer Schärfe geführt wurde in der Zeit wie kaum jemals sonst. Und diese Querfront, es gab diesen Plan, wie ich gerade geschildert habe, aber der wurde nicht verwirklicht und am Ende gab es eine Vernichtung der deutschen Linken tatsächlich für viele Jahre. Okay. Ja, um es zusammenzufassen, bevor wir in die Diskussion einsteigen. Also die Begriffe, meine These, die gesellschaftlichen Widersprüche sind größer, als dass sie sich mit Sprache kaschieren lassen. Statt ausgrenzen, diffamieren und denunzieren ist eine inhaltliche Auseinandersetzung überfällig. Es reicht nicht, gegen rechts oder gegen links zu sein. Demokratie bedeutet vor allem Bereitschaft zur Debatte. Würde ich jetzt mal eigentlich eine Banalität, aber ich wollte es nochmal so klar formulieren, weil das tatsächlich meine Position zu dem Thema ist. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn wir miteinander dazu ins Gespräch kommen können. Und danke schon mal für die Aufmerksamkeit bis hier. Dazu zwei Mikrofone, am besten wir wechseln. Ja. Das gebe ich rum. Ist alles klar, machen wir so. Genau. Hm? Sehr gut. Danke. Wer hat denn schon die erste Frage? Erstmal vielen Dank, Frau Schreier. Gerne. Der Leon hat sich zuerst gemeldet. Nee, er. Du? Echt? Ja. Was mich interessieren würde, ist zum Thema Querfront, den es ja eben damals gab, wie du gesagt hast, in der Nazi-Zeit. Wann ist der jetzt in der aktuellen Zeit eigentlich wieder so hochgekommen? Kann man das irgendwo festmachen, dass es irgendwo irgendwann in den Medien einfach wieder hochkam? Oder? Also nach meinem Eindruck, wirklich in den letzten Jahren jetzt tatsächlich erst. Die massive Zuspitzung, die wir jetzt haben, gab es ja eigentlich einmal mit der Trump-Wahl 2016, dann mit dem Einzug der AfD bei uns im Bundestag 2017. Ich glaube, das war so die Zeit, wo
viele Leute ganz nervös geworden sind, weil ganz viele Dinge in Frage gestellt worden sind. Und das ist auch die Zeit, in der ich zumindest den Querfrontbegriff jetzt häufig gehört habe. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich denke, es ist so in den letzten 5 Jahren hochgekommen wieder. Ja, hallo. Zum Populismus habe ich eine Überlegung, eine Frage. Und zwar warum ist Populismus sozusagen als Begriff in Deutschland oder in Europa vielleicht verpönt? Kann es sein, dass wir sozusagen in der Historie und auch in unserer Kultur eher davon von so einem Idealbild ausgehen, dass wir sozusagen durch die Epoche der Aufklärung davon ausgehen, dass der Bürger per se aufgeklärt ist und dementsprechend nicht mehr abgeholt werden muss und nicht mehr einfach ist, sondern dass wir sozusagen von vollmündigen Bürgern ausgehen in unserem demokratischen System und deswegen sozusagen diese kulturelle Scheu vor diesem Begriff Populismus begründbar ist. Wäre das möglich? Ja, also mir fällt jetzt gleich das Gegenargument ein. Also ich habe eigentlich den Eindruck, wenn Leute über die Gefahr durch Populismus reden, habe ich immer das Gefühl, dass über die Bürger so wie über Kinder gesprochen wird, die man noch nicht so ganz für voll nehmen kann, die man jetzt an die Hand nehmen muss und ihnen zeigen muss, wo es lang geht. So, das ist immer so mein Gefühl, was ich dabei habe. Das würde ich jetzt entgegnen. Das sehe ich auch, ja. Aber ich sehe auch gleichzeitig sozusagen, dass immer, wenn es drauf ankommt, immer gesagt wird, ja, so doof ist der Bürger ja nicht. Das ist jetzt so gegenwärtig, aber ich denke auch, über die vergangenen Jahrzehnte und auch teilweise über Jahrhunderte hinweg versucht man immer sozusagen immer noch zu sagen, ja, in Europa haben wir die Aufklärung, ja, das ist schon mal auch eine schlussige Aussage, aber sie wird für meine Wahrnehmung so teilweise getroffen und dementsprechend sind die Europäer zu gut, um durch Populismus adressiert zu werden. Den Eindruck habe ich manchmal, das ist so, okay. Ja. Und zur Querfront, da würde ich aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Erfahrung auch die 2014 Ukraine-Krise mitnehmen, weil da ja in Deutschland und auch in anderen deutschsprachigen Ländern, also Österreich und Schweiz, diese Mahnwachenbewegung kurze Zeit aufkam. Richtig, genau. Und da war es ja tatsächlich so, dass da sozusagen alles, was so ein bisschen ein diffuses, ungutes Gefühl und auch so ein Stück weit so eine Empörung verspürt hat, ja, was, wer versucht es eigentlich zu Kultur zu verkaufen und dass er aus allen politischen Strömungen sozusagen auch erstmal zusammengelaufen ist, dass es sich vielleicht auch daraus her begünstigt hat, sozusagen diesen Begriff wieder aufzuwärmen. Nee, ist richtig, würde ich auch sagen, das hatte ich gerade nicht auf dem Schirm, völlig richtig, die 2014er Ukraine-Krise, und dann kam der Begriff wieder hoch, völlig richtig, durch die Mahnwachen. Und dann ist auch diese Studie entstanden, die ich gerade gezeigt habe von der Brenner Stiftung, die war von 2015. Das war eine Reaktion darauf, stimmt. Also ich habe grundsätzliche Probleme mit dem Begriff Populismus, wenn man nachschlägt, weil Wikipedia, da steht ja griechisch populare oder populisque, was ja das Volk heißt. Und meiner Ansicht nach sind all die Vertreter, die wir in den Bundestag gewählt haben, Volksvertreter, die nämlich den Willen des Volkes abbilden sollen. Und deswegen verstehe ich, gut, Sie haben versucht, das jetzt zu erklären, den historischen Hintergrund der negativen Konnotation überhaupt gar nicht. Denn Populismus ist per se ja der Volkswillen und den sollten doch unsere Volksvertreter eben vertreten. Deswegen ist das also für mich überhaupt nicht erklärbar, dass der so negativ konnotiert ist. Kommt das wirklich aus dem Römischen, wie Sie gerade versucht haben darzustellen? Oder, ja, ursprünglich tatsächlich, ja, genau. Das war das Erste, was ich gesagt habe. Ja, da beißt sich die Katze doch irgendwo in den Schwanz. Ja. Ich meine, wir wählen die Vertreter des Volkes in den Bundestag. Also, das tut mir leid. Da habe ich Verständnisprobleme. Ja. Dazu noch mal was sagen? Nee, das kann man so stehen lassen, also muss ich gar nichts ergänzen. Ja, also ich würde auch sagen, dass die Demokratie in Berlin tatsächlich mehr im Schein als sein ist. Ich kann Ihnen da wirklich nur recht geben, indem Sie halt sagen, dass die Politik eben nur die Interessen der reichen Bevölkerung halt eben vertritt, weil das sieht man an so vielen Sachen. Ich meine, gerade dadurch, dass wir halt eben auch in einem kapitalistischen Gefilde oder mittlerweile auch in einer globalisierten Welt halt eben leben, macht
macht das ja Demokratie fast eigentlich unmöglich. Also persönlich würde ja man eigentlich auch sagen, wie hoch legt man die Grenze an sich selbst an, welche Bestätigung man eben auch annimmt sozusagen. Also verstehen, was ich meine? Also wo ist für mich die Grenze? Fange ich jetzt bei 1000 Euro an oder sind das dann irgendwelche Bestätigungsgelder, die dann schon quasi in Millionen reingehen? Also natürlich würde ich dann die Interessen dieser Menschen dann durchsetzen. Ja. Ist angekommen? Ist angekommen, ja, nee, war ein Statement. Alles okay. Ist ja eine Diskussion. Ja, genau. Hm? Ich hätte jetzt eine Frage geschichtlichen Ursprungs. Und zwar für mich, Querfront würde jetzt geschichtlich bedeuten, für mich gab es jetzt tatsächlich einen Zusammenschluss von der NSDAP und der KPD zum Beispiel. Und das, so wie Sie geschildert haben, gab es ja definitiv nicht. Nee, auf keinen Fall. Das gab es nicht mehr. Ja. Es gab eben nur diesen Versuch, aus der NSDAP so einen Teil rauszubrechen, sage ich mal, um die da nicht sozusagen einzubinden. Oder? Das war der Plan. Es gibt direkt weiter. Und zwar gibt es ein schönes Bild. Als wir hier Bruns im Dialog mit dem Begriff Querfront das erste Mal in Verbindung gebracht wurden, dann gab es ein Bild aus dieser Zeit und das wurde später dann als Foto, wie die quasi in einer Reihe stehen und zum Publikum sprechen, oder als Collage, wie auch immer, wurde das benutzt. Und dann diesen Begriff Querfront. Das ist auch wirklich wichtig, wenn man den geschichtlichen Ablauf kennt. Also Goebbels zum Beispiel war bis erste Hälfte der 20er Jahre, hatte der also antikapitalistische Gedanken tatsächlich. Und dann unter dem Einfluss von Hitler, also ich glaube ab 1925, hat er dem abgeschworen und war dann ganz klar auf Unternehmerlinie. So, ja, weil da gab es einen Bruch bei Goebbels sozusagen. Ja, es kann durchaus sein, dass der Anfang der 20er Jahre mit irgendwelchen Linken auf dem Podium stand. Das kann sein. Aber bei ihm gab es einen großen Bruch in Mitte der 20er Jahre. Also das, worüber man hier redet unter dem Stichwort Querfront, das hat sich in den 70er und in den 80er Jahren schon als Totalitarismusdoktrin herausgestellt. Und zwar hat der Kurt Schumacher von der SPD, der selbst im KZ saß und übrigens von den Kommunisten das Leben gerettet worden ist, der hat nach dem Krieg davon gesprochen, dass die KPD-Leute die rot lackierten Faschisten sind. Ja, so. Und so ist das entstanden. Und das ist entstanden aus der Konkurrenz der beiden Arbeiterparteien. Und die Sozialdemokraten haben genau nach dem Krieg dieses Propagandabild und diese Propagandathese gebracht, um sozusagen dann in der Öffentlichkeit immer argumentieren zu können, wir sind gegen Linksextremismus und wir sind gegen Rechtsextremismus. So, und das ist immer gleichgesetzt worden. So. Und das ist für mich eigentlich, dieser Querfront-Begriff ist für mich eine Fortsetzung dieser These damals.
drei Fragen. Erstmal, jedenfalls der Begriff Unterschicht und Mittelschicht bei den Untersuchungen gezeigt ist. Wo kann man das genau festmachen? Einkommen jetzt? Also die Definition ist, also wie gesagt, die sind Einkommensgruppen werden erfasst, wenn die Leute befragt werden. Mit Unterschicht, ich habe das jetzt so definiert, das unterste 10% der Einkommen und Mittelschicht ist am Median, also die Mitte sozusagen, bei 50%. Also so ist jetzt die Definition der Begriffe, um das mal so grob zu verorten. Also Mittelschicht ist kein klein, auch Unternehmer, sondern du bist auch dabei dann, ne? Also ich weiß nicht genau, wie die einzelnen Gruppen waren. Also es war wirklich die Mitte der Befragten, fand ich genau. Ja, und die zweite Frage, die ich eigentlich habe, auch in der Beginners vielleicht ist ein bisschen hier nicht hinpasst, aber links und rechts die Begriffe, vielleicht müssen wir das nochmal genau definieren. Weil hier und da sind ja nun mal auch Schnittpunkte da, die man vielleicht auch nicht haben will, wenn man links wäre. Oder wo ist hier genau, wie ist die genaue Definition? Links, rechts, wie war sie früher, wie ist sie heute zum Beispiel? Mal ganz schlicht gefragt. Ja, ich glaube, die ist immer gleich. Also es ist natürlich, da kann man auch einen Abend drüber streiten vielleicht, was ist links und rechts. Also ich würde so definieren, dass links einfach, oder fangen wir mit rechts an, rechts ist einfach am autoritär, an der Autorität ausgerichtet. Also man ordnet sich einem Führer unter, einer Autorität unter. Und das linke Prinzip ist eigentlich immer das Prinzip, was auf Gleichheit aufbaut. Alle Menschen sind gleich und gleichberechtigt an der Politik teilzunehmen. Und das rechte Prinzip ist immer mehr das Prinzip, wir haben eine Elite, das ist auch gut so, das ist eine gute Elite, die suchen wir uns aus und die regeln das dann für uns. Das ist also für mich so ein wesentlicher Unterschied zwischen rechts und links. Auch wenn man sich jetzt so Programme und die Aussagen der AfD anschaut, da hat man eigentlich auch das, die wollen ja eigentlich nur die Politiker austauschen, sagen sie mir, Merkel muss weg, ist ja so ein Slogan, auch von den Anhängern von vielen, wo man sagt, wenn jetzt irgendwie der Gauland da ist, sozusagen, da wird alles wieder besser, während das linke Prinzip eigentlich ein bisschen tiefer bohrt. Das linke Prinzip wäre eher so, okay, wir müssen ganz woanders ansetzen, nicht nur beim Personal jetzt so, also um es erstmal kurz runter zu drillen. Ja. Okay, danke. Kann ich auch mal eine Frage zum Armutsbericht stellen? Ja. Natürlich. Sie haben ja eben von dem Armutsbericht. Hat sich irgendjemand mal, oder hat die Bundesregierung dazu mal Stellung genommen, dass sie eben diese Passagen nicht veröffentlicht? Das also, was alles unter den Tisch fällt, letztendlich, was diese Wissenschaftler herausgefunden haben. Also ich habe mich das natürlich auch gefragt, guck, was jetzt ist dieser unglaubliche, diese Studie angefasst, was ist denn aus der Studie eigentlich geworden? Es ist ja auch viel Geld reingesteckt worden, mit Steuergeldern finanziert. Es gab im Ausschuss für Soziales, glaube ich, gab es also eine Anhörung dazu, eine Expertenanhörung, wo also diese Sache diskutiert worden ist. Da kann man sich dann vorstellen, eine Stunde sitzen so 30, 40 Leute in einem Raum und reden darüber und die Experten sind da so honorige Professoren, sehr durchaus kompetent, die also dazu sprechen, aber über die strittigen Passagen, die ich heute vorgestellt habe, da wurde 2 Minuten drüber geredet, das war's, und dann gab es eine Debatte im Bundestag, die hat die Regierung lange vor sich hergeschoben, fand dann erst im Sommer 2017 in der letzten Sitzung vor der Sommerpause statt, wo über den Bericht mal eine Stunde im Bundestag diskutiert wurde, aber über den gesamten Bericht, jetzt nicht über diese kritischen Passagen. Den Fokus, den ich hier gelegt habe, der kam eigentlich nicht richtig zur Sprache. Und die Tatsache, dass da geschönt und zensiert worden ist, das gab es in einigen Zeitungen, das stand durchaus auch bei der Zeitung, bei der Süddeutschen, wer es finden wollte, konnte es da auch finden, aber es fügte sich daran keine große Diskussion an, weil der Fokus anders lag. Also der Fokus war so, ja, die Regierung vertuscht hier, dass die Armut irgendwie zunimmt. Aber das ist eigentlich nicht der Punkt. Ja? Also der Punkt ist wirklich diese, das ist eigentlich, das ist die Studie nachweist, dass wir keine funktionierende Demokratie haben. Das ist ja 3 Nummern größer, würde ich sagen. Auch wir mal so naiv zu glauben, dass Staat Fürsorgepflicht für Bürger hat. Für den Bürger. Das habe ich wirklich mal geglaubt. Ja. Er hat sie eigentlich nicht durchwacht. Ja, er nimmt sie nicht bei. Also man muss sich auch wirklich mal fragen, ob Demokratie wirklich dafür immer konzipiert worden ist, sich das Volk sprechen zu lassen. Weil das Modell stammt ja aus dem, meines Wissens, alten Athen, also dem antiken Griechenland sozusagen, dass die Menschen, die Besitz hatten oder sogar halt auch damals einen Betrieb halt eben dann demokratisch dafür bestimmen konnten, was in Athen natürlich und in umliegenden Dörfern und so weiter passiert. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass sie meines Wissens nach die Stimmen nicht alle gleich gewertet worden sind. Das ist ja heute bei den EU-Wahlen tatsächlich auch der Fall, dass verschiedene Länder und Fraktionen auch mehr Stimmgewicht besitzen. Aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber ich denke halt eben, wie gut ist eine Staatsform, die es natürlich dann zulässt, solche Korruption halt eben an der Tagesordnung zu legitimieren. Also wird man jetzt tatsächlich
Demokratie befürworten müssen, oder kann man sich natürlich auch fragen, ob man dann irgendwie andere Staatsformen halt eben sich mit beschäftigen kann. Also ich rede jetzt nicht tatsächlich von Diktaturen oder irgendwelchen kommunistischen Experimenten, also ich rede jetzt von ganz klar von Anarchismus. Also wo man wirklich tatsächlich die eigene Verantwortung für sein eigenes Tun nimmt. Und ich denke mal, jeder Erwachsene ist in der Position, in der Lage dazu. Es gibt auch bessere Möglichkeiten. Absolut. Direkte Demokratie wäre also, dass wir jetzt, wäre das nächste, Problem. Ja, aber findet in dieser Form ja nie statt. Die hat auch in dieser Form nie stattgefunden. Na, Moment, da kann ich was zu sagen. Also das war genau das, hat mich ja auch interessiert. Das war ja genau die Frage, die ich mir als nächstes gestellt habe. Das ist, was vieles von dem ist in meinem aktuellen Buch hier drin, die Angst der Eliten, liegt glaube ich auch hier. Da habe ich 3 Kapitel drin zum Thema direkte Demokratie, weil mich das schon sehr interessiert hat. Und auch zur Geschichte der direkten Demokratie in Deutschland. Was nicht mehr so bekannt ist, es gab in der Weimarer Republik reichsweite Volksentscheide. Nachher nicht mehr. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dieses Mittel nicht mehr. Aber in den 20er Jahren gab es das. Und ich habe mir das mal genau angeschaut. Da gibt es also gute historische Studien darüber, was damals eigentlich passiert ist. Was es für Abstimmungen gab und was damals abgelaufen ist. Und ich denke, das ist wirklich ein... Die wurden ja eingeführt nach der Revolution 1918-19, wurde das in die neue Reichsverfassung eingebaut, dass es diese landesweiten Volksentscheide gibt, wo wirklich sich daran orientiert werden muss. Es gab damals ein ganz hohes Quorum, ist ja der Begriff, wie viele Leute müssen teilnehmen. Ich glaube 50% oder so mussten teilnehmen, damit das überhaupt Gültigkeit hat. Damit kann man das natürlich komplett tot machen, dieses Mittel, weil dann nie genug Leute hingehen. Aber das gab es schon mal, also da kann man eigentlich anknüpfen sozusagen. Und eine ganz spannende Geschichte, das ist jetzt auch, würde heute in den Abend sprengen, wie kommt es eigentlich, dass bei der Verfassung des Grundgesetzes, was ja jetzt ziemlich genau vor 70 Jahren nicht gewesen ist, diese Passagen nicht mehr drin waren? Warum ist im Grundgesetz das nicht mehr drin? Und da heißt es immer, ja, das sind die Lehren aus der Nazizeit, weil diese direkte Demokratie hätte irgendwie die Nazis begünstigt. Das ist aber, wenn man sich das genauer anguckt, tatsächlich ein Märchen. Also die Gründe sind andere. Würde aber jetzt zu weit führen. Aber das sind wirklich spannende Fragen. Ich habe das in meinem Buch ein bisschen näher beleuchtet. Zwei, drei Argumente, was damals gelaufen ist. Okay. Das ist einfach die Zeit gewesen, als das Grundgesetz debattiert wurde 1948. Sie haben das vorhin mit dem Rittersturz, mit der Konferenz erwähnt. Das war ja hier in der Gegend, wo diese Fragen erörtert wurden tatsächlich. Wie machen wir das? Und das war genau die Zeit natürlich, in dem im Osten natürlich ein ganz anderes politisches Modell abgelaufen ist und wo auch mit Volksbefragungen große Enteignungen durchgeführt worden sind. Enteignung von Nazi-Verbrechern. In Sachsen gab es eine Referendum. Eine Riesensache 1946, wo irgendwie 93% gesagt haben, ja, Nazi-Verbrecher enteignen. Und dann fand das statt sozusagen. Ja? Und da hatte man natürlich eine Heidenangst. In Westdeutschland war die Linke auch sehr stark Ende der 40er Jahre. KPD, SPD, also auch die KPD war ja in der Kommission, die das Grundgesetz diskutiert hat, da war auch die KPD vertreten. Also das war damals einfach eine Kraft. Und da war große Sorge, wenn wir jetzt Volksabstimmungen zulassen, dass dann solche Regelungen, die das Eigentum angreifen, auch im Westen durchgesetzt werden können. Und vor diesem Hintergrund wurde dieses Mittel ausgeschlossen aus den Debatten. Sehr geschickt gemacht, ne? Das war so die unterschiedliche Zeit. Ministerpräsidenten, da kann man ja wahrscheinlich. Ich wollte nur sagen, im Grundgesetz steht aber in Artikel 20 schon was von Wahlen in Abstimmung. Ja, richtig. Das ist vielleicht verbessert dann. Nicht das Gleiche, ich wollte nur sagen, es ist schon irgendwie vermehrt im Grundgesetz. Genau, es gibt halt die Möglichkeit, bestimmt schon. Man könnte ein Gesetz dazu schreiben, also wenn es den Willen gibt, genau. Also zwei Themenkomplexe wollte ich was sagen. Eben ist gefragt worden, rechts, links, woher das gekommen ist. Ich sehe das genauso, wie der Referent das auch beantwortet hat. Will aber noch ergänzen, dass als der Parlamentarismus dann entstanden ist, war das eine ganz einfache Sache der Sitzordnung gewesen, ganz am Anfang. Nämlich es gibt einen Präsident des Gremiums, ja, und da sind alle die konservativ, kaisertreu waren und so weiter, die haben rechts gesessen und alle anderen Sozialdemokraten und bis zu Liberalen auch, die waren ja auch sehr suspekt gewesen in dieser Zeit, ja, die haben alle links gesessen, so ist das mal entstanden. Rechts und links, das sozusagen irgendwo gleichzusetzen, das wird also auf den Widerstand aller Leute treffen, die sich als links verstehen, als Sozialisten verstehen oder als demokratische Sozialisten verstehen. Ich sage dazu nur mal ein Beispiel.
Während der Zeit des Faschismus zwischen 1933 und 1945 sind auf diesem Reichsgebiet hier 30.000 kommunistische Funktionäre von den Nazis erschlagen worden, umgebracht worden. 30.000 Funktionäre. So. Und das würde jetzt so weit führen, lasse ich jetzt alles mal weg. So, okay, das muss jetzt erstmal reichen, dass das sozusagen auch nicht übereingeht. Und es stimmt auch nicht, dass irgendwelche Teile, die rechts sind, sich bei den Linken wiederfinden und umgekehrt. Sondern das hat der Referent, ich sage es jetzt mal mit anderen Worten, der Referent hat das Gleiche gesagt, die Rechten setzen auf ein Führerprinzip. Ja, das war zwischen 33 und 45 so. Führer befiehl, wir folgen dir, war die Losung gewesen. Und das hat sich nicht nur an der Ebene Hitler abgespielt, das hat sich abgespielt bis in den kleinsten Gau, bis in den kleinsten Fähnrich. Die Jugend, die HJ und so, die BDM und sowas, die hatten alle einen Führer oder eine Führerin. Und so war das ganze Staatswesen aufgebaut. So, das ist das eine. Das andere, was diskutiert worden ist, ist die direkte Demokratie. Nun war ich bis vor kurzem Landesvorsitzender von Mehr Demokratie Rheinland-Pfalz. Deswegen habe ich mich also schon 10 Jahre mit der Problematik beschäftigt. Und sag mal, das Grundgesetz und noch viel mehr die Landesverfassung von Rheinland-Pfalz eröffnet schon die direkte Demokratie. Es sind auch übrigens alle Parteien, die im Bundestag derzeit vertreten sind, bis auf die CDU, sind dafür. Die CSU ist dafür, dass die alle unterschiedliche Gewichtungen haben. Ja, also die FDP will zum Beispiel 4-mal so viele Unterschriften fordern, wie das die Linke macht. Ja, das ist eine ganz andere Frage, aber vom Prinzip her sind die alle dafür. Bis jetzt war es so gewesen, auf Bundesebene wohlgemerkt, dass die Fraktion der CDU-CSU immer Sperrminorität hatte. Das heißt, um die direkte Demokratie einzuführen, auf Bundesebene wohlgemerkt, ist eine Zweidrittelmehrheit des Deutschen Bundestags notwendig. Ja? Jedenfalls hat der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages das so beantwortet und auch viele andere Wissenschaftler, die also nicht diesem Dienst angeschlossen sind. So, 2/3 Mehrheit. Die CDU-CSU hat aber immer ein gutes Drittel der Stimmen im Bundestag gehabt. Kann man alle Wahlperioden zurückgehen, ist so gewesen. Und deswegen konnten die das immer sehr leicht verhindern. Die Grünen sind schon Ende der 70er Jahre mit diesem Thema angetreten. Heute haben es zum Glück viele andere Parteien auch übernommen. Und mal sehen, wie der nächste Bundestag zusammengesetzt ist. Wenn CDU, CSU, so wie das in den Umfragen auch immer ist, unter 1/3 sind, dann gibt es für die CDU 2 Möglichkeiten. Entweder sie schwenken auf den Kurs der CSU ein, und dann gibt es vielleicht sogar eine einstimmige Abstimmung, dass das durchgesetzt werden kann. Ja. Oder aber sie zwingen die CDU, CSU auf ihren Kurs einzusteigen. Dann könnten aber alle anderen Parteien, und zwar von AfD angefangen bis Linke, die könnten aber eine 2/3-Mehrheit auf die Waagschale bringen, wenn die sich denn inhaltlich einigen, was schwer genug wird, was auch ein paar Jahre in der Diskussion dauern wird. Da braucht man sich nichts vorzumachen. So. Und eine Abstimmung in der Weimarer Republik beispielsweise war gewesen gegen den Panzerkreuzer A, gegen den Bau des Panzerkreuzer A. Und da waren natürlich die Faschisten, die NSDAP, die waren übrigens dafür, und die Kommunisten, die waren dagegen, weil die auch schon damals gegen die Militarisierung der Gesellschaft waren. Ja, also ich wollte noch mal zu Verschwörungstheorie was sagen. Also es gibt halt Verschwörungstheoretiker, also jeder, der sich bei Facebook umtut, der sieht die auch also leicht. Also es gibt einfach Leute, die sich wahnsinnig schnell in irgendwas reinsteigern und auch viel mehr Koordination vermuten bei vielen Sachen, als da wirklich da ist und da sein muss, weil sie nicht sehen,
wie das ist. Und also ich weiß nicht, inwieweit das eben in Deutschland diskutiert wird. In den USA wird eben dann auch von Neurodiversität geredet, dass es eben bestimmte Leute, die autistische Züge zum Beispiel haben, eher sind, die solchen Theorien anhängen. Und umgekehrt gibt es eben auch, das wird dann auch in den USA etwas weniger diskutiert, aber es gibt es auch, vor allem eben in der Autismusforschung, dass eben ja, zum einen reichere Eltern dann eher autistische Kinder haben. Und da wird dann, also da gibt es mehrere Studien dazu, also hochfunktional autistische Kinder, muss man dazu sagen. Und da wird im Umkehrschluss davon ausgegangen, dass es daran liegen muss, dass die eben selbst auch autistische Züge haben, sprich, dass sie vielleicht analytisch begabter sind, technisch begabter. Also Silicon Valley ist so ein typisches Beispiel von IT-Leuten. Da ist die Autismusquote bei den Kindern sehr hoch. Aber es betrifft eben nicht nur die ITler, sondern es betrifft auch insgesamt, also darüber hinausgehend, Leute. Oder es gibt eben auch Artikel, wissenschaftliche Artikel, die Power and Autistic Traits, also Macht und autistische Züge. Da wird eben auch behauptet, dass durch die Geschichte hindurch Leute mit autistischen Zügen eher an die Macht gekommen sind und sich auch an der Macht halten konnten. Also wird das in Europa auch diskutiert oder ist das eine angelsächsische Diskussion? Das ist mir neu, was Sie gerade gesagt haben. Fand ich ganz interessant. Ja. Diesen psychologischen Aspekt ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Akzent. Natürlich. Was denn? Nee, mach ich das. Ja. Also sollte man im Hinterkopf behalten. Finde ich durchaus spannend. Natürlich ist es so, dass dieser Begriff Verschwörungstheorie ist halt massiv aufgeladen. Es ist aufgeladen mit der Bedeutung, das ist irgendwie Unsinn, das ist paranoider Unsinn. Die Leute haben irgendwie Verfolgungswahn, sehen was, was gar nicht da ist. Und das ist natürlich eine ganz große Pauschalität, die darin liegt. Man muss natürlich, das Mein Kampf ist ja eigentlich auch eine Verschwörungstheorie. Also vielleicht die Verschwörungstheorie. Ja, also man muss einfach, wenn man sich mit dem Begriff befasst, muss man sich einfach mit den Gedanken vertraut machen oder sollte man sich mit den Gedanken vertraut machen, dass Verschwörungen ein ganz normaler Alltag in unserem Leben sind. Und gerade in der Politik und in der Wirtschaft sind Verschwörungen tatsächlich Alltag. Und auch im Privatleben eigentlich auch. Ja, wenn sich Leute hinter dem Rücken eines anderen absprechen, verschwören sie sich eben. Und man muss davon wegkommen, dass eine Verschwörungstheorie per se etwas Unsinniges ist. Natürlich gibt es ganz viele verrückte, paranoide Verschwörungstheorien. Das ist ja nicht die Frage. Aber man muss sich das eben im Einzelfall anschauen. Und der Begriff wird eben zur Ausgrenzung schon verwendet und da wird eben nicht differenziert. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Aber das, was Sie angesprochen haben, ist auch schon auch sehr interessant. Wichtiger Akzent. Entschuldigung, ich habe ein paar Ergänzungen. Mein Name ist Kallenbach, ich bin freier Autor hier aus Koblenz. Nur zur Ergänzung, was ist rechts und links? Das kommt aus der französischen Nationalversammlung der Revolutionszeit. Bei den Linken und den konservativen Kräften, die Linken waren damals die Jakobiner, haben erst mal 2 Millionen Leute umgebracht. Die rasieren nämlich solche Systeme erst mal 10% der Bevölkerung weg. Das ist mal das Erste. Das Zweite habe ich eine Ergänzung zur Ritterstoßkonferenz. Da gibt mir jetzt in der Diskussion wirklich einiges durcheinander, weil das war ja überhaupt nicht frei. Das Grundgesetz ist ja nach wie vor keine Verfassung. Das wird uns ja heute erzählt, ist es aber nicht. Und wer den Vortrag von dem Herrn Fabio, die Fabio gehört hat, zu der Eröffnung der Woche der Demokratie, hat er das indirekt auch zugegeben. Es redet heute jeder von Verfassung, aber was mir hier wirklich zu kurz kommt, ist die Ritterschlosskonferenz in Koblenz. Das war nämlich eine ganz große Leistung der Ministerpräsidenten, dass man überhaupt die Pläne, die Wiedervereinigung hinbekommen haben. Das war nämlich eine eindeutige Forderung der Besatzungsmacht, in dem Fall der Engländer und vor allem der Amerikaner aus Frankfurt, im Rahmen der Frankfurter Dokumente einen Weststaat herzustellen. Das ist einfach so. Und dann hat man im Zuge einer sogenannten Scheinbeteiligung eigentlich von dem Ministerpräsidenten erwartet, dass sie dem zustimmen. Und dann haben sie einen Passus gefunden, der letztlich den Zutritt der Länder dann 1989, 90 ermöglicht hat. Das wollte ich auch mal denken. Ich weiß nicht, ob es den Herrn, die damals gab, das, darum ging, das Kapital von den Nazis da zu sichern. Das halte ich doch für weit hergeholt. Hier gab es auch Prozesse und hier gab es auch Enteignungen. Wir haben verfolgte Juden ihren Besitz zurückgekriegt. Das ist mir alles ein bisschen durcheinander. Und meine
Dritter Punkt, dann bin ich auch fertig, ist meine persönliche Meinung. Was mich hier extrem stört, ist immer das Linkssein, das Kommunistische reinzuwaschen. Es mag ja sein, das Führerprinzip, was Besonderes war. Hatten wir das aber nicht beim Kommunismus auch? Nee. Die hießen woanders, die hießen Sekretäre. Es war alles bis ins Kleinste runtergestuft. Und ich kann Ihnen sagen, von bestimmten Kreisen, wie ich in meiner Arbeit behindert werde. Und wenn ich einen kritischen Satz gegen Linke sage, wie die mich verfolgen bis zur Chefredaktion, ich sage ja schon gar nichts mehr. Das muss hier auch mal besprochen werden. So, Dankeschön. Vielen Dank. Was Sie gesagt haben zur Ritterstoßkonferenz und den historischen Hintergrund, das kann ich nur unterstreichen. Das habe ich in meinem Buch auch ganz ähnlich dargelegt. Das ist natürlich keine monokausale Geschichte, dass es jetzt nur darum ging, die Eigentumsfrage und so weiter zu schützen. Es spielt noch andere Punkte eine Rolle. Den Punkt, den Sie angesprochen haben, habe ich auch in meinem Buch erwähnt. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, dass es tatsächlich darum ging, dass die Ministerpräsidenten einen Weststaat schaffen sollten, aber genau wussten, sie finden dafür keine Mehrheit in der Bevölkerung. Denn die Bevölkerung auch im Westen wollte damals ein vereinigtes Deutschland haben. Das ließ sich politisch nicht durchsetzen. Und das ist auch einer der ganz wesentlichen Gründe, warum es über das Grundgesetz keine Volksabstimmung gegeben hat. Im Westen. Das ist einer der ganz wesentlichen Gründe, weil man wusste, man kann das politisch so nicht durchsetzen. Und darf ich gerade noch was ergänzen? Ja. Entschuldigung. Da das Grundgesetz keine Verfassung ist, das ist ja nicht nur ein Aufdrücken von den Amerikanern gewesen, Grundgesetz ist eigentlich eine Geschäftsordnung für eine besetzte Zone, das liegt heute auch im deutschen Interesse. Würden wir das Grundgesetz zur Verfassung erheben und eine Volksabstimmung machen, was eigentlich eine Formsache wäre, ich denke mal 80% der Leute würden dahinter stehen, würden 50 Länder mit Reparationen kommen. Das ist einfach, weil wir dann ein voll souveräner Staat sind. Und ich glaube, solange wir in die Bündnissysteme eingebunden sind, hätten da auch die Amerikaner und die Engländer nichts dagegen. Aber das ist jetzt eine ganz klare Sache. Deswegen haben auch Kohl und Genscher waren die mit der Sache, mit den Rückgabe, die hier angeboten wird, der Ostgebiete, also jenseits der damaligen DDR, auch sehr vorsichtig und haben das abgelehnt. Ja, noch weiter. Hören wir gerne zu, Rainer. Ja. Wollen Sie sich das so äußern, sonst müssen wir direkt loslegen. Machen Sie direkt weiter. Alles klar, ich wollte mich schon mal zu diesen Autismusgeschichte da äußern. Und zwar, zufällig habe ich das mitbekommen, diese ganzen Verschwörungstheoretiker, die auch mal als Autisten betitelt werden, finden tatsächlich ganz oft auf Facebook und Instagram statt. Ich finde das äußerst amüsant, weil ich denke, es kann natürlich auch durchaus sein, dass sehr viele intelligente Menschen auch mit der Lesebegabung sich mit Verschwörungstheorie natürlich beschäftigen. Denn diese Geschichten sind extrem komplex. Ich meine, wenn man sich die Mondlandung zum Beispiel betrachtet, das wurde ja im NASA-Studio zum Beispiel gemacht, das weiß ja jeder. Das war übrigens Satire auch. Würde ich eben sagen, dass dieser Autismus-Forum auch ganz gerne mal als Beleidigung benutzt wird, weil ich habe es tatsächlich mitbekommen bei gesellschafts- und sozialkritischen Seiten auf Instagram und Facebook und meinetwegen auf Tumblr, was ja auch meine Generation tatsächlich nochmal betrifft, auch ganz gerne irgendwie Verschwörungstheoretiker als Idioten betitelt werden. Und wenn die dann noch ganz schlau tun wollen, wird man natürlich dann gefragt, ach, du bist Autist oder was? Also das ist irgendwo ein unhaltbarer Vorwurf, wo ich dann denke, so dass es ist ja, das dient ja auch nur dazu, die Leute mundtot zu machen. Also es ist ja kein Problem, über die Grenzen hinauszudenken oder Freidenker zu sein, aber direkt das Ganze irgendwie als mit dem Aspekt des Autismus irgendwo zu unterstreichen, das ist einfach nur dumm. Die Menschen verlieren einfach, also man diese Gesellschaft von heute, die kaut den Menschen quasi das Gedankengut vor. Und das merkt man insbesondere durchs Internet. So, es ist, ob das jetzt dieser Trittwelle-Feminismus ist, der durch die SJWs, also die Social Justice Warriors, ausgetragen wird, oder kein, meinetwegen alles andere. Das ist einfach nur wirklich mentale Pest. Also das ist meine Äußerung dazu. Zurück zur Sachlichkeit. Zurück zur Sachlichkeit. Ich wollte mal auf die drei Begriffe Populismus, Verschwörungstheorie und Querfront, was ich eben schon sagen wollte oder fragen wollte oder einfach mal als Statement, also das ist mein Empfinden jetzt. Ja. Wir haben ja jetzt den Begriff, das sind ja alles drei Kampfbegriffe. Wir leben, also was ich voraussetze, ist, denke ich, ist ja auch allen bewusst, wir leben ja in einer Zeit des Medien-Warfare sozusagen, also ist ja wirklich
Krieg in den Medien, ja, Meinungskrieg, Krieg um die Köpfe, und diese drei Begriffe sind Kampfbegriffe, um das mit Diskutanten klar zu machen. Jetzt ist es bei der Querfront so, da kam ich mir auf die Idee, weil wir das beim Populismus ja schon angesprochen haben, beziehungsweise Sie haben es angesprochen, dass sozusagen die, die mit dem Populismus vorwurfen, agieren, selbst sehr oft populistisch Politik betreiben. Dass bei der Querfront für mich teilweise auch der Eindruck entsteht, dass man sozusagen sagt, dass man, sage ich mal, unvereinbare Lager, vor allem in der Parteienlandschaft, auf einmal miteinander paktieren sieht, im Sinne einer NATO-Konformität beispielsweise, oder auch einer Ausbleibung, die Eigentumsfrage zu stellen. Ich meine jetzt nicht immer nur die kommunistische Eigentumsfrage zu stellen, sondern prinzipiell einfach mal die Verhältnismäßigkeit von Eigentum als Frage zu stellen. Ja? Dass das über alle Lager hinweg für mich als Konsens erscheint. Und jetzt auch im Sinne der Europa, also das ist ja für mich, sehr wirklich sehr subjektiv. Das ist mein Eindruck, dass wir sozusagen tatsächlich alle Parteien, die wir sozusagen in der im Bundesparlament sitzen haben, im Bundestag sitzen, im Reichstag sitzen, immer noch was sagen möchte, bei ganz sehr, sehr vielen Punkten sich erschreckend ähnlich sind und sozusagen tatsächlich so eine Querfront bilden, die entfremdet ist von der Bevölkerung durch ihre Vertretung und dementsprechend eigentlich eine Front zur Bevölkerung erstellt. Da wäre man schon eigentlich den Kreis geschlossen, tut mir leid. Ich möchte aber eigentlich gar kein geschlossenes Weltbild haben, aber leider ist irgendwie das klingt für mich zu eindeutig. Entschuldigung. Bitte, weiter. Ja, ich wollte auch nochmal was sagen zum Thema Verschwörungstheorie. Also wenn wir hier klar rausarbeiten, ist auch allen klar, der Begriff ist sehr, sehr negativ belegt und ein Verschwörungstheoretiker wird sofort als Spinner und was weiß ich was betitelt. Das war ja nicht immer so. Also meines Wissens hat ja gerade die CIA nach dem Kennedy-Attentat bewusst dieses Thema Verschwörungstheorie und Verschwörungstheoretiker in diese negative Ecke bedrängt, dass man halt jeden, der das irgendwie angezweifelt hat, sofort sozusagen totschlagen konnte und sagen konnte, hier, das sind Verschwörungstheoretiker, der glaubt auch irgendwie, dass im Innern der Erde irgendwelche Wesen leben und dass das Elf noch lebt. Aber da hat er noch gelebt. Das kann man später. Und die Frage ist ja tatsächlich, also da wurde es ja jetzt geschafft, sicherlich auch eben mit Hilfe und mit dem Einfluss auf die Medien, einen erstmal völlig neutralen Begriff, in der Kriminalistik würde man einfach von der Ermittlungshypothese sprechen, der ist immer noch neutral, dass dieser Begriff komplett eben so negativ aufgefasst wird. Und das ist ja wirklich aus deren Sicht eine komplette Erfolgsgeschichte. Dass man heute jemanden einfach als Verschwörungstheoretiker betitelt und dann ist der sozusagen völlig außen vor und wird ausgeschlossen. Meine Frage ist jetzt, wie kommen wir da raus? Also was ist jetzt die Lösung, dass sowas nicht mehr passiert? Populismus wäre das Ähnliche, ne? Eigentlich ein totaler Begriff, aber es wird völlig negativ erstmal dann belegt und jeder, der als Populist bezeichnet wird, ist sozusagen leicht ein Böser. Und wie kommen wir zu einer Lösung? Wie kommen wir aus diesem Dilemma raus einfach, dass man das versendet? Hast du da Ideen? Also ganz kurz erstmal zu der Prämisse, die jetzt angesprochen wurde. Also ich kenne diese Geschichte natürlich auch mit diesem CIA-Dokument von, weiß ich, 67. Ich habe mir das angeschaut. Also ich glaube nicht an diese Verschwörung, dass jetzt die CIA das irgendwie eingeleitet hat und die Medien berichten jetzt sozusagen da d'accord. Das ist jetzt nicht persönlich, ist das jetzt nicht meine Erkenntnis. Ich glaube aber, was tatsächlich wirklich eine große Rolle gespielt hat, war tatsächlich der Kennedy-Mord. Denn der Begriff Verschwörungstheorie entfaltet ja seinen Sinn, seinen sprachlichen Sinn, wirklich in Bezug auf den Kennedy-Mord, weil da ja die offizielle Theorie ist, es gab einen Einzeltäter. Und ein Einzeltäter kann sich ja nicht verschworen haben. Deshalb ist in Bezug auf den Kennedy-Mord eine Verschwörungstheorie automatisch immer eine abweichende, weil sie von mehreren Tätern ausgeht. Und der Kennedy-Mord ist ja ein ganz großer Einschnitt in der Politik in Amerika gewesen. Also man kann ablesen, die Diagramme Vertrauen in die Regierung in den USA. Und das ging nach dem Kennedy-Mord so runter in den Jahrzehnten, in den 20 Jahren danach. Und bis 1963 war das Vertrauen relativ hoch in die eigene Regierung in den USA. Das hat natürlich nicht nur mit diesem Mord zu tun, aber dieser Mord war ein Schlüssel, der ganz viele Leute elektrisiert hat, wo ganz viele Leute den Eindruck hatten, hier wird etwas nicht zu Ende aufgeklärt, hier werden Dinge vertuscht, was auch immer nun wirklich dahinter steckt, aber dass Dinge vertuscht wurden, ist ja klar nachweisbar inzwischen, das ist jetzt nicht der Punkt. Also dieses Ereignis spielte eine wichtige Rolle. Was wir heute machen können,
Ja klar, das ist im Grunde mein Anliegen, ja, was ich versuche heute Abend oder auch an anderen Abenden, einfach mal Sprache reflektieren. Über nachdenken, über Begriffe nachdenken. Was bedeuten Begriffe? Nicht gedankenlos Begriffe verwenden, sich bewusst machen, was damit transportiert wird. Das ist vielleicht ein Weg, wie man damit umgehen kann. Ja? Und ja, so ist es dann. Ja. Also ich würde erstmal ein schönes Dankeschön möchte ich loswerden an Sabine, die hier gerade im Gespräch ist. Ja. Nee, Sabine und an euch insgesamt, dass ihr hier dieses Thema bringt heute, weil ich das auch schon mulmiges Gefühl seit geraumer Zeit, aber in den letzten 5 Jahren mit einer ganz starken, starken exponentiellen Entwicklung beobachte, was hier abläuft in der Gesellschaft. Ja, ich stelle das mal aus eigenen Beobachtungen heraus. Es ist eine Art von Unsicherheit, also eine Verunsicherung bei vielen Menschen da, die sich nicht so sehr politisch beschäftigen oder die einfach nur die Tagesschau schauen oder andere Mainstream-Medien, die früher eigentlich noch nicht diese Selbstähnlichkeit haben in der Berichterstattung, wie sie heute eben da ist. Ja, da hat man gesagt, ich lese den Spiegel, vielleicht auch die Tagesschau und dann noch die FAZ lese ich noch. Ja. Da habe ich vielleicht 3, auch nicht extrem weit auseinanderstehende Meinungen, aber zumindest eine Meinungsvielfalt gehabt. Die habe ich heute nicht mehr. Wenn wir das Internet nicht hätten, hätten wir gar keine Meinungsvielfalt mehr. Deswegen haben wir wenigstens die Chance noch, uns selbst zu bilden. Aber es ist eben jetzt eine Hohlschuld geworden und nicht mehr die Bringschuld der Medien. Und das können sich erstens viele gar nicht zeitlich leisten, diesen Aufwand zu betreiben, nach einem anstrengenden Arbeitstag im Hamsterrad, sondern die sind eben dann vielleicht auch in der Fülle der Informationen im Internet erstmal überfordert. Was sind jetzt glaubwürdige Medien im Netz, was nicht? Das ist das eine. Das führt auch dazu, dass durch diese Art von selbstähnlicher Berichterstattung ja eine Scheinsicherheit aufgebaut wird bei den Menschen. Die schauen die Tagesschau und denken, sie sind gut informiert. In Wirklichkeit sind sie gar nicht gut informiert, sondern sie sind in der großen, in der kleineren Filterblase der Tagesschau. Die größere Filterblase, jeder hat eine Filterblase, ja. Die größere ist die der alternativen Medien, aber die beinhaltet wenigstens die Mainstream-Medien, aber nicht umgekehrt. Ja. Das ist das Problem an der Sache. Das heißt, es gibt gar kein richtiges Wahrnehmungsfundament mehr für die meisten Menschen. Die sind irgendwie, denken sie sicher, aber in Wirklichkeit sind sie auf einem ganz schmalen Grat, nämlich den der gleich, der, sag ich mal, der selbstähnlichen Berichterstattung. Das halte ich für ein großes Problem, weil ich merke, dass wenn man tiefer geht, mit Leuten redet, ich sage da gerne dann die Rückkehr des Flüsterwitzes. Ja, der Flüsterwitz, den gab es in den Dritten Reich und in der DDR. Ja, hier hat man, sollte man erstmal geschaut, wer sitzt da im Raum, bevor ich jetzt was sage, weil es könnte ja einer von der oder der Seite sein, ja, diese Verunsicherung und diese, also ein typischer Flüsterwitz im Dritten Reich war, was gibt es für neue Bücher? 3 Monate Dachau ist die Antwort. Ja. Also, sorry, da gab es schon ganz ähnliche Beobachtungen auch mit anderen Voraussetzungen, aber ähnlich trotzdem. Wenn man kann das schon aufs Heute beziehen und das entfaltet eine Dynamik, wo ich gar nicht mehr sehen kann, wer das überhaupt aufhalten könnte, weil das ist so raffiniert, was auch von der Querfront der Institutionen gemacht wird. Ja. Ich bin ja als Verleger Mitglied im Börsenverein des Buchhandels, selbst dort habe ich ein Plakat geschickt bekommen, ja, wo draufsteht, gehen Sie wählen, Frieden ist keine Selbstverständlichkeit. Frieden ist keine Selbstverständlichkeit, ausgerechnet. Ja? Ja. Gehen Sie wählen, Populisten bedrohen Europa. Die sagen nicht, wo man das Kreuz machen soll, aber die sagen, sie stellen die Populiste auf, wo man es nicht machen soll. Und das ist eindeutig, wo man es dann nicht machen soll. Ja? Und das ist nicht nur da, also bei den Buchmessen so, bei den ganzen großen Institutionen, die sind irgendwo alle im selben Weg unterwegs und haben das Gefühl, noch retten, was zu retten geht, weil es ist irgendwie so, die letzte Stündlein schlägt, ja, so meine Beobachtung ist, mal ganz aus dem Subjektiven herausgesprochen. Also nur einen Satz dazu. Deshalb muss man sich diejenigen, die dann diese Plakate dann auch aushängen, die Parteien, die dahinter stecken, muss man sich eben ganz genau angucken. Und nicht nur zu einem Wahlkampf, sondern auch über einen längeren Zeitraum. Und dann erkennt man auch gewisse Absichten, die dann da dahinter stecken. So, aber ich wollte eigentlich zu was ganz anderem noch was sagen. Stichwort Verschwörungstheorie. Wenn ich dann höre hier,
Hitlers Mein Kampf, irgendwie so die Urform der Verschwörungstheorie, dann sträuben sich mir schon die Nackenhaare. Ja, will ich ja gern sagen. Und zwar sträuben sich mir die Nackenhaare, weil das eine absolute Verharmlosung ist von dem, was der Hitler, der hat ja im Knast gesessen, hat in Festungshaft gesessen, als er Mein Kampf geschrieben hat, dort geschrieben hat in diesem Buch. Weil in diesem Buch hat er klipp und klar die Marschrichtung vorgegeben, die er später dann auch realisiert hat. Er hat vorgegeben die Marschrichtung gegen Osten. Die ganzen Slawen waren Untermenschen, das steht da schon drin. Und das Deutsche Reich braucht den Lebensraum im Osten. Ja? Er hat also diesen Angriffskrieg dort schon skizziert und beschrieben, und dass das kein Spaß war, ab dem 21. Juni 1941, das wissen wir Nachgeborenen ja, wie viele Millionen Opfer das gekostet hat. Und es wurde in dem Buch natürlich auch gegen die jüdische Religion gehetzt. Und weil auch Juden logischerweise Kapitalisten sind, genau wie Arier, hatten die Nazis aber ein Problem, das auseinanderzuhalten. Und das war der Beginn der These des sogenannten raffenden Kapitals und des schaffenden Kapitals. Das schaffende Kapital, das waren dann die Arier, also die Deutschen, sage ich jetzt mal, oder wie heute AfD oder der Dritte Weg oder sowas immer sagen würde, die Bio-Deutschen als modernes Wort. Ja? Und das raffende Kapital waren die Menschen jüdischen Glaubens gewesen. Ja? So haben die das damals dargestellt, aber das haben die alles in Mein Kampf geschrieben. Und wie das dann in der Geschichte ja weitergegangen ist, wie gesagt, wissen wir ja. So, zu dieser Konferenz in Koblenz und zur Erarbeitung dann des Grundgesetzes wollte ich noch was sagen. Wer sich damit beschäftigen möchte, sollte bitte mal anfangen, die Beschlüsse der Potsdamer Konferenz von 1945 zu lesen. Ganz wichtige Dokumente sind damals diskutiert worden und verabschiedet worden. Diese Konferenz hat sich mit der Frage beschäftigt, wie konnte das eigentlich so weit kommen, dass die ganze Welt mit diesem Vernichtungskrieg überzogen wird und dass hier ganze Menschengruppen, Menschenrassen sozusagen ausgerottet werden konnten. Wie konnte sich so eine Ideologie eigentlich festsetzen? Damit hat sich die Potsdamer Konferenz auch beschäftigt. Übrigens, eine ganz wichtige Konferenz und die Inhalte, die wir hier sitzen, haben wir alle nicht in der Schule gelernt. Keiner von uns, also jedenfalls die im Westen groß geworden sind, so wie ich. Ja? Niemand, der im Westen groß geworden ist, hat das in der Schule gelernt. So, ist Fakt. Also ich habe das bei mir selbst gesehen, aber auch genug andere schon gefragt. Alle Potsdamer Konferenz, so das ist das eine. So, dann sind ein paar ganz andere, dann sind noch ein paar wichtige Sachen passiert. Es hat dieses Abkommen von Bretton Woods gegeben, was dann also eine Vormachtstellung der USA im Finanzsektor auch so befestigt hat mit der konvertierbaren Währung, und die staatssozialistischen Länder hatten eben ihre Binnenwährung, und ich meine die Sowjetunion, dass die ökonomisch am Boden lag. Kann man, oder das müsste man eigentlich wissen. So, es hat die Rede in Brighton gegeben von Churchill, wo er ganz offen gesagt hat, wir haben das falsche Schwein geschlachtet. Und damit meint er Hitler. Hitler war das falsche Schwein, das geschlachtet worden ist, und das richtige Schwein wäre Stalin gewesen. Ja, so. Das sind Dinge, die dann da passiert sind, Stichwort Eiserner Vorhang, aber das würde jetzt alles viel zu weit, also die Begrifflichkeit, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen jetzt, ja, so. Und die Potsdamer Konferenz oder ein Beschluss davon war, dass die Nazi-Kriegsverbrecher enteignet werden und auch deren Vermögen in Volkseigentum überführt werden. Das war ein Beschluss der Potsdamer Konferenz.
aber im Unterschied zum Osten, wo eben die Sowjetunion das die Ansage gemacht hat, wie sich dieses System dort entwickeln sollte, das wissen wir ja aus der Geschichte, hat im Westen die drei kapitalistischen Länder, Frankreich, Großbritannien, USA, eben eine andere Ansage gemacht. Die haben nämlich die klare Ansage gemacht, es wird hier Privateigentum an Produktionsmitteln geben und es wird hier ein kapitalistisches Land geben und wir werden das so aufbauen, dass das als Schaufenster und als Stoßkeil gegen Osten gerichtet ist. Also da schwang auch schon die ganze Frage der Wiederbewaffnung drin. So, und dann kommt der Parlamentarische Rat, der macht ein Grundgesetz. Ich finde das Grundgesetz gar nicht schlecht. Schlecht sind die Veränderungen, die dann auch noch gemacht worden sind in den Folgejahren. Ja, so. Aber es gibt heute noch viele, also die Würde des Menschen ist unantastbar, wird ja sehr viel gesagt. Und da steht eben nicht drin, die Würde des deutschen Menschen ist unantastbar, sondern die Würde des Menschen ist unantastbar. Ist ja ein wichtiger Unterschied. Ja, so. Also es gibt da gute Dinge im Grundgesetz. Die Kommunisten übrigens haben an diesem Grundgesetz auch mitgearbeitet. Der Max Reimann war damals Vorsitzender der KPD und dann der Renner hat ebenfalls in diesem Parlamentarischen Rat mitgearbeitet. Die haben aber im Bundestag, bei der ersten Abstimmung, dieses Grundgesetz abgelehnt. Interessant war die Begründung gewesen. Die Begründung war, dass wenn dieses Gesetz angenommen wird, dann die Teilung Deutschlands sozusagen festgeschrieben ist. Die waren nämlich 1949 oder 48 im Parlamentarischen Rat. In dieser Zeit war die Teilung Deutschlands noch nicht festgeschrieben. Ja? So, natürlich gab es die Besatzungszonen und das hat sich danach daraus entwickelt. Aber es war noch nicht durch. Sie haben es eben selbst gesagt, die Mehrheit der Deutschen in dieser Zeit wollten natürlich, dass Deutschland als gesamtes Land erhalten bleibt. Ja? So, das ging aber nicht. Das ging nicht. Und Adenauer sagt ja dann später, lieber das halbe Deutschland ganz, als das ganze Deutschland halb. Ja, so. Darf ich nur Frau auch mal? Ja. Ich bin jetzt auch gleich fertig. So, aber das war die Zeit gewesen, in der das Grundgesetz entstanden ist. Und der Reimann, der dazu gesprochen hat, hat klipp und klar gesagt, wir Kommunisten wir lehnen das zwar ab, wegen der Spaltung Deutschland, aber wir werden die Ersten sein, die die Inhalte dieses Grundgesetzes auch verteidigen. So, das lernt man natürlich in der Schule heute auch nicht mehr, aber das kann man in den Geschichtsbüchern nachlesen. Aber der darf ja schon einfach die Frau würde, bitte, die junge Frau würde gerne an den Diskussionsleiter. Die würde gerne zurückantworten. Ja, ich wollte nochmal dazu gehen zum Autismus und dass das ja nochmal eine zusätzliche Verunglimpfung einfach nur ist, sozusagen. Ja, also kann ich schon nachvollziehen, ja, dass das auch so ist. Umgekehrt ist es halt so, dass Autisten vorgeworfen oder dass die halt durch diese fehlende kognitive Empathie tatsächlich andere Probleme haben, also dass sie sich schlecht in andere reinversetzen können, diese Kontextblindheit wird gesagt, dass sie leichter Ängste entwickeln, also es gibt viele Probleme, die dann da auffußen, also psychiatrischer, psychologischer Art, die dann mit einhergehen, also und das ist einfach Forschung, ja, also da gibt es inzwischen wahnsinnig viel Forschung dazu, dass die ein ängstlicherer Menschentypus sind und Verschwörungstheoretiker sind ängstlicher, Rechtspopulisten sind auch ängstlicher, würde ich sagen, also ich würde auch weiterhin gerne den Begriff. Es ist so, dass es auch sowas gibt wie postautistische Ökonomiebewegung, die ist auch in Deutschland immer noch sehr aktiv. Darf ich kurz was dazu sagen? Sie sagen, Verschwörungstheoretiker sind ängstlicher. Das finde ich gefährlich zu sagen, weil was ich heute Abend eigentlich vermitteln wollte, war, dass man das Wort Verschwörungstheoretiker in dieser Pauschalität nicht sinnvoll verwenden kann. Es gibt Verschwörungstheorien, die sind real. Es gibt Verschwörungstheorien, die sind Spinnerei. Ja, aber ich rede ja nicht von Verschwörungstheorie, sondern von Verschwörungstheorie.
Verschwörungstheoretikern. Naja, damit meine ich die, die ständig mit irgendwelchen... Ja, das ist Selbstauslegungssache. Aber es gibt eben auch Verschwörungstheorien, wo die Mehrheit der Menschen nicht wissen, ist es real oder ist es Spinnerei, wo man einfach akzeptieren muss, dass es Dinge gibt, die in der Schwebe sind. Und es fällt unheimlich vielen Menschen, meine persönliche Beobachtung, fällt sehr vielen Menschen schwer zu akzeptieren, dass es große gesellschaftliche Fragen sind, wo wir die Wahrheit nicht wissen. Das fällt ganz schwer. Und das, Totschlag. Das sind meist keine ängstlichen Menschen, ängstliche Menschen sind oft die, die diese Sicherheit benötigen, die genau wissen wollen, nein, es ist so oder es ist so, und diese Unsicherheit nicht aushalten. Und das ist eine Differenzierung, die finde ich ziemlich wichtig. Ja? Also postautistische Ökonomiebewegung vielleicht noch als Beispiel für Leute, die da sich gar nicht mit auskennen, als Anreiz, sich damit zu beschäftigen. Das ist eine Bewegung, die eigentlich in der Sorbonne losging, dann auch Yale und andere Elite-Universitäten zunächst erfasst hat oder dann auch insgesamt größer wurde und in Deutschland auch immer noch aktiv ist. Die haben sich allerdings jetzt umbenannt in Netzwerk für globale Ökonomik. Das ist quasi die alternative Wirtschaftswissenschaft. Und die haben sich gegen eine zu autistische Wirtschaftswissenschaft gewandt, also diese Modelltheorien, dieser neoliberalistische Art Wirtschaftswissenschaft zu betreiben. Und ich glaube, das ist eine richtige Beobachtung, weil Adam Smith, da gibt es auch einen Artikel dazu in der Zeit, da gibt es eben Biografen, die eben meinen, dass der Autist gewesen sein dürfte mit seinen ganzen sozialen Schwierigkeiten, die er hatte. Es gibt auch Nobelpreisträger für Ökonomie, die selber von sich aus sagen, ich habe Asperger und interessanterweise dann auch noch Verhaltensökonomik machen. Ja. Also da ist schon was dran. Also vielen Dank. Vielen Dank. Ich denke mir, vielleicht kann man das mal in einem separaten Themenbereich hier behandeln. Das, was du da hast. Mir ist es mit diesem Asperger und diesem Autisten aufgefallen, weißt du noch, als du mir diesen... Nee, nicht gekriegt hast, da wird das ja auch zum Thema gemacht. Ja, klar. Ja, die war zum Beispiel auch total verängstigt. Aber es gibt für spezielle, die für bestimmte Jobs einfach dann ausgesucht werden oder sowas. Wo hat das damals... Nee, das ist der Europa gemeint, dass die bei den vielen Artikel da schreiben, mit wem die... Ja, noch nicht mal die Artikel schreiben, sondern der legitimiert doch diese Logarithmen sozusagen. Also er kreiert diesen Buffer sozusagen, was die Leute sehen dürfen und was nicht. Und also sobald etwas aus dem Raster fällt, wird das eliminiert. Also bei den Wikipedia-Artikeln gibt es einen Beitrag beim Berliner Autisten. Also der sagt da in diesem Beitrag, dass er eben sehr aktiv ist, da bei Wikipedia Beiträge schreibt, und zwar 3000 Artikel in einem Monat, also bis zu 3000 Artikel in einem Monat geschrieben hat. Also dieses Manische bringen auch nur Autisten fertig, würde ich sagen. Also, und die haben, also die publizieren auch gerne extrem viel. Meine Frage, vielleicht steht ein kleines bisschen mehr im Boden, oder? Ich möchte anschließen an die Frage, die du gestellt hast. Es sind vielleicht 25 oder 30 Leute hier im Raum, ich habe nicht gezählt. Wir haben uns einen sehr interessanten, sehr fundierten, faktengesättigten Vortrag angehört. Für mich war es sehr informativ. Den Inhalt, ich sage mal, wenn ich überheblich klingen würde, ich habe es geahnt, dass es so ist. Meine Frage, wie kann ich diese Inhalte mit Leuten kommunizieren, die sich also keine langen Vorträge anhören, mit denen ich auf der Straße mit Bekannten, Kollegen, Freundeskreis mich unterhalte? Da ist Verschwörungstheorie nach wie vor, wenn wir solche Sachen machen, interessiert mich nicht, will ich nichts mit zu tun haben. Ich bin in verschiedenen Initiativen oder Gruppen unterwegs, unter anderem eine Gruppe, wo es auch eigentlich egal, was das für eine Gruppe ist. Jedenfalls auch Mitglied der Linkspartei dabei, wir haben uns da am Rande über die Gelbwesten unterhalten. Große Empörung, um Gottes Willen, Querfront, nur nicht mit denen, das sind Karolen, das sind, also um Gottes Willen, nur nicht mit denen unterhalten. Ganz gefährlich. Wie kann ich diese komplizierten Sachverhalte im Alltag dem, in Anführungsstrichen, gemeinen Mann auf der Straße kommunizieren? Ja. Das ist eine schwierige Frage. Also
natürlich, vielleicht indem man nicht überfrachtet, sondern indem man sich wirklich konzentriert. Also wenn jetzt einer sagt, Verschwörungstheorie, und der benutzt das unkritisch, vielleicht kann man dann wirklich sagen, hey, schau mal, diese Sache mit Trump und Putin, das ist eigentlich auch eine Verschwörungstheorie, dass man sagt, so einen kleinen Moment des Nachdenkens vielleicht erzeugen kann bei dem, weil es nicht zu kompliziert ist, würde ich jetzt vielleicht empfehlen. Das, nicht, das kann man natürlich nicht unmöglich alles den Leuten vermitteln, aber so eine Kleinigkeit. Und bei Querfront, naja, ist man wirklich... Ja, dass man wirklich darauf dringt, dass man den Begriff wirklich mal hinterfragt. Und da ist ja auch eine gute Gelegenheit, wenn jemand über Querfront redet, über links und rechts zu sprechen. Wir hatten ja die Frage, wie definiert man links und rechts? Vielleicht spricht man dann darüber und macht dann fest, gibt es diese Gemeinsamkeit denn wirklich, die behauptet wird? Oder sind die Unterschiede, die Sie ja richtig sagten, nicht so gravierend zwischen links und rechts, dass von Querfront keine Rede sein kann, wenn man die Begriffe wirklich ernst nimmt, links und rechts. Also ich denke, diesen Gedanken kann man vielleicht schon zumindest anstoßen, dass man darüber spricht. Das war, wenn ich das gerade mal, also ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin auch oft in solchen Diskussionen verstrickt, wo es dann heiß hergeht und ich komme dann meistens weiter, wenn ich die Menschen darauf aufmerksam mache, dass man, sobald man anfängt, übereinander zu sprechen, ist es schon vorbei. Ja? Wir müssen, wir leben alle hier in Europa oder auch sogar auf der Erde und wir müssen miteinander sprechen, egal, wo der Mensch nun herkommt oder welche Meinung er hat oder welche Erfahrungen er gemacht hat, welche Ängste er mitbringt. Es geht nur, wenn wir miteinander sprechen und dann gucken, wie wir miteinander klarkommen mit unseren Vorstellungen von der Zukunft. Und übereinander sprechen ist verurteilen, ist anklagen, ist Etikett draufgeben und miteinander sprechen ist, was meinst du denn sozusagen? Oder in der Form, dass man nochmal nachfragt. Vielleicht hilft das manchmal. Also, dass man wirklich die Leute nicht irgendwie direkt vor den Kopf haut. Wenn du sowas sagst, bist du bescheuert oder sowas, sondern wie meinst du das denn? Erklär mir das mal, ich verstehe das nicht. Ne? Oder dass man wirklich nachbohrt, sodass dann vielleicht demjenigen, der sowas sagt, dann klar wird, okay, ich weiß vielleicht wirklich selber nicht, wie ich das so meine. Ich finde das nur so gesagt. Und ich sehe es auch jeden Tag im Fernsehen. Und ist sowieso noch der Schuldige und sowas. Und einfach mal nachfragen, was ist denn her? Ne? Wie meinst du das? Und wie kommst du da klar? Dass man da so zueinander findet. Ich war der erste Teil. Ja, ja. Was gerade Bezug hat, auch zu dem, was die Dame eben gesagt hat. Also ich halte es sehr problematisch, simple Kausalverbindungen herzustellen zwischen irgendwelchen Krankheitsphänomenen und dann den Begriff Verschwörungstheoretiker zum Beispiel. Weil das ist ein hochkomplexes Phänomen, wenn man sich mit Informationen befasst, grundsätzlich. Weil es gilt eigentlich der Grundsatz, ich muss mit dem, was ich denke, muss ich erstmal selbst zurechtkommen. Ja, und das muss man erstmal verstehen, was das bedeutet. Ja? Weil ich kann mir alle möglichen fiktiven oder komischen abgefahrenen Theorien anschauen, aber ich muss dann in meinem Alltag noch zurechtkommen damit. Ja? Und ich weiß das von einigen Leuten aus Gesprächen, auch die zum Beispiel dann das heißt jetzt in der CO2-Debatte, also auch so ein Thema, ja. Sofort abwehren, Leute wehren sofort ab, ja. Und wenn man ein bisschen tiefer fragt, dann stellt sich raus, ja, wenn ich das zulasse, den Gedanken, dann muss ich meine Arbeit kündigen, ja. Oder meine Freundin verlässt mich vielleicht auch noch, weil ich denke, ich bin Spinner. Dann wehre ich es lieber gleich ab, ja, und dann ist das erstmal vom Tisch. Aber in Wirklichkeit denkt er vielleicht gar nicht so, dass es ablehnt, aber er rechnet das total schnell hoch, dass die Intelligenz dahinter ihm sagt, nein, lieber nicht, weil du kommst dann in deinem Leben nicht mehr zurecht damit. Ja, das darf man bei der Sache nicht unterschätzen. Weil grundsätzlich würde ich sagen, jeder Mensch, der einen bestehenden Zusammenhang hinterfragt, weil er denkt, da stimmt irgendwas nicht, das könnte noch besser gehen, das ist im Grundprinzip der Wissenschaften überhaupt, ja. Das muss auch für Sozialwissenschaften, historische Phänomene und so gelten dürfen, dass man, wenn man mehr Informationen hat, Archive werden geöffnet, neue Erkenntnisse kommen, ja, dann muss man bereit sein, muss sich öffnen dafür. Das Bessere ist das Gut und Feind. Ja. Das muss so sein. Insofern sage ich, das sind mutige Leute, die sich mit solchen Verschwörungstheorien befassen und nicht ängstliche Leute. Die Angst kommt eher daraus, dann komme ich damit im Alltag noch zurecht. Weil ich zum Beispiel noch als letzten Punkt, ich würde zum Beispiel auch in Schulen das ganz anders handhaben. Ich würde zum Beispiel nicht hingehen in der Biologie zum Beispiel. Charles Darwin, also
die Evolutionstheorie, so ist das gewesen. Nein, ich würde sagen, das herrschende Dogma ist momentan die Evolutionstheorie. Aber ihr, liebe Kinder und Jugendliche, seid herzlich eingeladen, euch Gedanken zu machen, wie es auch ganz anders gewesen sein könnte. Und dann weckt man nämlich den Forschergeist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Das ist so eine konstruktive Kraft in Menschen, zu forschen, zu verstehen. Das ist eine ganz andere Sache als dieses destruktive Gehabe, was wir gerade momentan haben. Ja, ich denke, vielleicht wie manche hier, ich werde auch manchmal im Internet als Verschwörungstheoretiker gehalten. Und ja gut, ich, wegen Ängstlichkeit, viele Verschwörungstheoretiker sind anscheinend ängstliche Leute, also sehr kluge Leute sind auch ängstliche Leute. Der Einstein war sehr ängstlich über Atomkrieg, dass das passieren könnte. Der Chomsky redet heute über die zwei großen Gefahren, die eigentlich die Menschheit bedrohen. Die Atomwaffen auf der einen Seite, auch die Klimakrise, die Zerstörung der Umwelt. Das sind nicht besondere dumme Leute. Ja. Und zum Beispiel ein Beispiel, mich interessiert nicht so viel die Theorien. Ich meine, die Theorien entstehen daraus aus Fakten. Ja, wenn ich einen Fakt habe, wenn ich einen belegten Fakt habe, dann habe ich einen Punkt Information. Ja. Und wenn ich mehrere Punkte Information, es entsteht dann ein Bild, weil ich ziehe dann Zusammenhänge zwischen diesen Fakten. Ja? Und zum Beispiel die eine Sache, es kommt ständig in die Medien, Impfpflicht ist ganz wichtig. Wir sollen alle unsere Kinder impfen. Und die große Gefahr, die Angst vor Masern ist irgendwie massiv in Deutschland. Es gibt 540 Fälle an Masern, ich glaube dieses Jahr, kein einziger Todesfall. Wenn man das vergleicht, zum Beispiel eine normale Grippe in Deutschland, kostet das Leben von 5.000 bis 8.000 Menschen pro Jahr. Manchmal viel mehr. Es gibt spezielle Jahre, das geht ziemlich auch nach. Die andere Sache ist, Krankenhauskeime in Deutschland töten 40.000 Menschen pro Jahr. Keine Rede drüber. Kommt nicht in die Zeitung. Deshalb ist nicht irgendwie sowas, was einen ängstlich macht. Aber Masern über die letzten 20 Jahre haben ihn Durchschnitt das Leben von 1 bis 2 Menschen pro Jahr gekostet. Also 1 in 40 Millionen. Und trotzdem die Angst da draußen, die Ängstlichkeit von diesen Leuten, die keine Verschwörungstheoretiker sind, übrigens. Ja, nur so als Beispiel. Okay. Also ich merke bei mir ganz, ganz klar, was hier gerade eben durchkommt bei den letzten zwei Vorrednern. Wie abhängig ich von glaubwürdigen Quellen bin. Ja? Weil ich habe nämlich zum Thema Impfen und zum Thema Klimawandel überhaupt keine Kompetenz und ich bin da im freien Fall. Und ich finde das für mich persönlich sehr schwer, mich da zu positionieren. Ja? Aber natürlich ist ja für mich auch ein Stück weit die Neugier und die Forderung da auch für mich im Raum. Trotzdem finde ich es, sag ich mal, auch exemplarisch, dass wir natürlich heute gegenwärtig recht jung in einer Zeit leben, die sich diametral von der Historie unterscheidet, nämlich dass früher, und zwar durchgehend, Menschen immer ein Problem hatten, an Informationen ranzukommen. Und heutzutage haben wir genau das Gegenteil. Wir werden überschüttet mit Informationen zum Kack damit. Wir haben überhaupt keine, also unsere Kompetenz geht gar nicht mehr aufs Sammeln von Informationen, sondern aufs Trennen. Ja? Wir wissen überhaupt nicht mehr, wie man das auseinanderhalten soll. Ja? Und ich bin mittlerweile der Meinung, dass das Internet gar nicht mehr so als der große Segen, wie vielleicht in den 90ern von einigen Eingeweihten zu betrachten ist, sondern tatsächlich auch erstmal als Ablenkung, das ist zumindest meine persönliche Meinung. Und ich habe manchmal, beschleicht mich so ein bisschen der Eindruck, dass wir tatsächlich ein Stück weit in diesem, ja, wie nennt man das, ja, in diesem, was hier an Medien angeführt ist auf dem Zettel, ja, dass diese Leserschaft sich sozusagen zu einem neuen Mönchskult sozusagen der Wissenden erzieht, ja, während gleichzeitig extrem viele Menschen verdummen um uns herum, und zwar so stark, dass man sich die Frage von den Herrn da hinten, wie kriege ich denn andere Menschen noch überhaupt Stellen braucht? Ja, man sich denkt, also ich habe ja, ach, mir wurde auch nicht die Frage gestellt, ich weiß nicht, ob es meine Erziehung war, ich habe 2014 einfach nur gemerkt, als das mit der Ukraine-Krise, was
geht mir ab, das kam von mir. Das war meine, also ich weiß nicht, ob ich die Leute zur Revolution tragen soll oder so. Ich weiß nicht, was von mir da verlangt wird, ja. Ich finde, das ist der Tribut. Rechte, die man genießt, fordern Pflichten. Eine Pflicht ist es, sich sozusagen immer wieder erneut zu ermündigen. Fertig. Wenn jemand das schleifen lässt, dann geht er das Risiko ein, dass ihm das weggenommen wird und dass er als Lemming irgendwann in den Abgrund läuft. Um da mal so ein fatalistisches Bild zu verwenden. Ja? Und deswegen weiß ich gar nicht, ob das sinnvoll ist, diese Frage da. Sabine macht es doch schon. Die kriegt Leute. Ja, sie macht ein Angebot an ganz Koblenz. Koblenz sind immer, was willst du mehr machen? Entschuldigung, da kommen wir ein bisschen die Emotionen. Aber ich denke tatsächlich, das ist ein großes Ding, was wir uns bewusst werden sollten. Bücher lesen, das ist der Kasus Knacktus. Große, zusammenhängende, kontextuelle Texte lesen. Insgesamt, das ist, glaube ich, mein Plädoyer, um sich einigermaßen zurechtzufinden. Danke. Ja, ich bin direkt weiter. Ich habe gesagt, ich gehe nochmal mit dem Telefon zu Hause. Da haben wir festgestellt, dass wir natürlich jahrelang im Dornröschenstaat waren. Das muss ich auch sagen. Ich habe irgendwie, als die Grenze aufgemacht wurde und Deutschland irgendwie ein Vaterland sein soll, wurde auch wieder dabei, ist alles klar, die Atomwaffen gehen jetzt weg und große Annäherung und Friedenfeuer Eierkuchen. Da haben wir uns irgendwie echt einlullen lassen, habe ich das Gefühl. Und da ist heute, kommt halt einfach bei vielen Menschen so dieser gegenteilige Aspekt raus. Auf einmal wachen wir alle auf und denken nur, was ist hier passiert? Ja? Wie viele Kriege sind in unserem Namen geführt worden? Wie viele Menschen sind getötet worden? Immer weiter. Und wir tun so, als ob das alles ganz toll wäre. Und wenn man dann jetzt die Frage stellt, ist natürlich klar, dass 80% der Mitbürger hier sagen, was hast du eigentlich so? Also ganz wunderbar, so finden wir in Deutschland. Also uns geht es ja gut. Klar, geht es uns gut. Aber auf wessen Kosten? Und wie lange noch? Geht doch gar nicht allen gut. Das war das. Ja, aber ich meine, du sitzt hier abends auf eine warme Couch und guckst dir an, was hier mit dem Tag so passiert ist und so. Und das ist keine Konsequenz tatsächlich. Das ist ja schon mal der Müller-Report. Ein bisschen was dazu sagen. Also der aktuelle Stand ist, der Müller-Report ist ungefähr 400 noch Seiten stark. Es sind halt 18 Seiten veröffentlicht worden. Ich habe es sehr genau verfolgt. Ich lebe seit 33 Jahren in New York und in den USA. Der ist einfach halt noch gar nicht bekannt. Die Demokraten, die sind dabei, halt in den einzufordern. Da gibt es auch eine Gerichtsverhandlung raus. Der Trump und seine Leute haben halt eben selbst die einfachsten Dinge verfälscht. Und das kann man halt eben in dem Fall auch. So, das wird halt eben, ich kriege ja die New York Times jeden Tag. Es kommen halt stückchenweise halt eben diese Sachen raus. Also das ist noch nicht abschließend, was halt damit ist. Die Hoffnungen sind halt eben, dass der Müller selber halt eben vor den Ratsausschuss gezerrt wird oder halt freiwillig kommt. Und diese erste New York Times Headline, die halt kam, die sind tatsächlich relativ, soweit es geht, halt unabhängig, weil es halt eben diese 18 Seiten, die halt eben da vorgestellt wurden, halt eben produziert haben. Aber wie gesagt, das ist halt auch eine völlig offene Frage, da man das halt vor Ort verfolgt hat, diese ganzen Kontakte, die es da gab mit Russland, die halt sehr seriös waren. Da ist halt schon ein bisschen was dran gewesen. So. Wollte ich einfach klarstellen. Ja, das ist so ein bisschen der, was Sie jetzt sagten, ist so ein bisschen der Thema auch in vielen Zeitungen. Da wird schon noch irgendwas kommen, da ist noch nicht viel veröffentlicht. Also das kann natürlich sein. Ein Bericht, der nur zu kleinen Teilen veröffentlicht worden ist, über den kann man nicht abschließend sprechen. Das ist völlig richtig. Die Trump-Revolution hat ja die Deutungshoheit. Der Barr ist halt gewählt worden, weil er halt ein extremer Trump-Vertrauter war. Und der hat ihn halt eben so zurechtgestutzt. Die halt eben. Müller hat schon dem gesprochen, das ist halt ein sehr komplizierter Prozess. Wie gesagt, der wird halt ausspielen, die Historiker werden später sagen. Nur halt eben, das ist einfach nicht das Ende der Geschichte. Also halt eben,
mit dieser speziellen Verschwörungstheorie. Was man vielleicht mit Sicherheit sagen kann, vielleicht können wir uns darauf einigen, dass jetzt innerhalb von 2 Jahren zumindest kein Beleg bekannt geworden ist für diesen schweren Vorwurf. Vielleicht kommt ja noch einer, aber in den 2 Jahren bisher ist keiner bekannt. Also kein Gerichtsverfahren. Es gibt halt nicht nur eine Petition an die, was weiß ich, wie viele Staatsanwälte gesagt haben, jeder andere als der Präsident. In den USA, da muss man sich vorstellen, da hat man halt den Präsidenten immer mehr Schutzwellen. Das war halt eben sinnvoll, weil Präsidenten was Gutes wollen. Jetzt schlägt das halt zurück. Es ist extrem schwierig, halt eben daheim zu außen. Die Amerikaner, die haben sich halt die Mehrheit im Kongress hatten, die haben ihre Aufsichtspflicht überhaupt nicht gelebt. Im Gegenteil. Okay. Vielen Dank. Ich würde gerne mal was nochmal zur repräsentativen Demokratie würde ich gerne nochmal was hören von deiner Seite. Dann würde ich gerne noch die einzelnen Zielgruppen, du hattest ja den Armutsbericht vorgelesen, wie clustern die sich, die ganz Armen bis dahin, das mittlere Feld bis das obere Feld. Und dann hätte ich gerne noch was zu, viele denken ja, das ist die Europawahl und viele sagen, es ist die EU-Wahl, dass man da vielleicht noch mal etwas dazu hört. Ja, das ist so eine der größten, wie soll man sagen, ja, Dummheiten, also diese Begriffe EU und Europa synonym zu verwenden, das ist natürlich wirklich Unsinn, wenn man darüber nachdenkt. Natürlich ist Europa etwas völlig anderes als die EU. Europa ist ein Kontinent, der auch flächenmäßig, auch staatenmäßig teilweise einen anderen Umfang hat als die EU. Die Europäische Union ist ein politisches Projekt, was auf Verträgen basiert, die man ändern kann, die von Menschen geschaffen worden sind. Europa ist einfach nur ein Kontinent, also ist von der Logik völlig unsinnig. Was damit transportiert wird, ist ja im Grunde nur, also gegen die EU als politisches Projekt kann man ja argumentieren, aber indem man das mit dem Wort Europa gleichsetzt, schwingt das immer so mit, wenn du gegen dieses politische Projekt bist, dann bist du gegen die Völkerverständigung. Das ist eigentlich immer so das Framing, in dem das benutzt wird, was unsinnig ist, was mich selbst auch immer wieder überrascht. Also wenn man jetzt mal schaut, in der EU, die EU ist ja ihrem Kernwesen nach eine Freihandelszone. Ist es wirklich so, dass es nötig ist, eine Freihandelszone zu schaffen, um in Frieden miteinander zu leben? Das würde ich schon mal in Frage stellen. Also wir leben auch in Frieden mit Norwegen. Ja, Norwegen ist jetzt auch kein Teil der EU. Da sind so viele unausgegorene Gedanken im Hintergrund. Ja, die andere Frage, der Armuts- und Reichtumsbericht, der ist nicht Fokus gewesen heute, sondern diese eine Studie. Die Studie war 60 Seiten lang, die haben sie auf 4 Seiten runterkondensiert, die kam in den Bericht rein. Der Bericht selber ist 600 Seiten lang. Das wäre nochmal abendfüllend. Die erste Frage, die du gestellt hast, die weiß ich jetzt nicht mehr. Repräsentativen Demokratie. Ja. Wie ist die Frage? Davon, also also ich höre das immer, dass es eine repräsentative Demokratie gibt. Ich würde dann gerne nochmal kurz von dir dazu was hören. Ja, das ist ja, ich denke, das habe ich heute dargelegt. Also das ist tatsächlich natürlich. Ja. Also wenn man Demokratie definiert als die Ansichten und die Vorstellungen der Mehrheit finden ihren Ausdruck in den politischen Entscheidungen, dann sehen wir ganz klar, das ist nicht der Fall. Wir haben also keine funktionierende repräsentative Demokratie, wenn man diesen Studien Glauben schenken kann. Das kann man wohl. Aufgrund der Fakten, das ist nicht der Fall. Und dann kam auch schon das hat ein anderer Besucher heute schon erwähnt, wie das überhaupt angedacht gewesen ist, das Konzept repräsentative Demokratie. Und da gibt es ja sehr empfehlenswert dieses aktuelle Buch vom Rainer Mausfeld, ich weiß nicht, wer es vielleicht kennt. Der schildert da ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte, also auch die Gründung der USA, Gründungsdokumente. Ein bisschen Luft ist nicht schlecht. Und da sieht man eben auch, dass so dieses Elitenmodell eigentlich von Anfang an eigentlich schon drin gewesen ist. Ja? Also gerade so die James Madison und einige der Gründerväter der USA, die eben das, die ja zum größten Teil auch reiche Leute gewesen sind, reiche Unternehmer, die natürlich jetzt nicht wollten, dass alle jetzt mitbestimmen können. Und es gab ja auch, wenn man sich die Geschichte der Demokratie auch in Deutschland anguckt, hatten wir ja auch zuerst in Preußen das Dreiklassenwahlrecht, werden auch viele wissen, also das Wahlrecht. Das Gewicht der Stimme war gekoppelt an das Vermögen, was man hatte, grob gesagt. Ja. Und die Entwicklung der Demokratie ist ja eine Entwicklung weg von dieser ungleichen Stimmengewichtung zu einer gleichen Stimmengewichtung eigentlich. Das ist ja eine Entwicklungslinie, die wir haben in den USA und auch in Deutschland und vielen anderen Ländern. Und das System hat sich eben so adaptiert, sage ich mal, dass trotzdem heute die reichen Menschen auch die Einflussreichen sind. Natürlich hat das weiterhin was mit dem Vermögen zu tun.
Das ist ja die nächste Frage, wenn man diese Studien sich anschaut, von Professor Martin Gillens oder auch von Armuts- und Reichtumsbericht, diese Studie. Da ist ja noch gar nicht erklärt, warum ist das denn so? Wie sind denn die Strukturen, die das ermöglichen? Das ist nochmal ein extra Thema. Ja? Aber es ist auch in den USA zum Beispiel interessanterweise, als Gillens mit seiner Studie rauskam, haben viele gesagt, das liegt an der Wahlkampffinanzierung. In den USA ist ja rein private Wahlkampffinanzierung. Das heißt, wer reich ist, wer die meisten Gelder einsammelt, der hat mehr zum Ausgeben. In Deutschland haben wir ja eine teilweise staatliche Wahlkampffinanzierung. Dann dachten jetzt die Amerikaner, das liegt daran, wenn wir sowas auch hätten, wäre es bei uns besser. Jetzt sagen natürlich die deutschen Politikwissenschaftler, nee, wir haben ja das gleiche Problem, auch mit staatlicher Wahlkampffinanzierung. Ja? Also daran liegt es schon mal nicht. Ne? Also es liegt natürlich an der, sage ich jetzt, ja, an der unbegrenzten, am unbegrenzten Eigentum, an der unbegrenzten Verfügungsgewalt, über privat konzentriertes Eigentum. Das ist privates Eigentum, ist private Macht, und wer 5 Milliarden hat doppelt so viel politische Macht wie einer, der 2 Milliarden hat, jetzt mal ganz grob runtergebrochen. Ja? Darauf läuft es am Ende eben auch hinaus, neben einigen anderen Faktoren, die wichtig sind. Und das habe ich jetzt heute Abend nicht angesprochen, aber das ist sicherlich auch ein wichtiges Thema. Wenn ich mich recht entsinne, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, bei Edward Carmet habe ich es schon gelesen, dass also die Konstruktion der parlamentarischen Demokratie das definitive Ziel hatte, die Mitbestimmung des Volkes zu vermeiden. Aber ich wollte mal auf einen anderen Punkt kurz besprechen können, der vor uns kurz im Nebensatz angeklungen war. Soll ich gerade zwischendurch was anderes sagen? Ja. Also ich wollte mal hier auf euch youngster. Das Schweigen der Lämmer, ist das ein Begriff? Also ich meine nicht den Film, sondern oder das nicht das Buch, aber den Vortrag. Ja, habt ihr den gehört? Ja, dann hört ihr den an. Warum schweigen? Das ist, erklärt so ziemlich, was mit uns passiert ist. Dass es auch ganz gewollt ist, dass Volk letztendlich gar kein Interesse mehr daran hat, irgendwas mitzukriegen. Die sind so in ihrem, ne, gehst du in den Kindergarten, dann gehst du in die Schule, bis sie lernen und kommen und so soll was werden und dann nachher Vater, Mutter, Titi und ein kleines Häuschen, Heimat, in einen Urlaub. Toll, toll. Und nur nicht da oben die sogenannten Eliten anmachen, sondern schön hier ruhig sein Ding weitermachen und dass wir die höchsten Steuern in Europa zahlen, die höchsten Strompreise haben, beschissene Renten haben. Darf ich mal direkt darauf antworten? Eine Altersarmut? Nee. Und Kinderarmut haben. Die Alten müssen auch da in wühlen im Müll und könnte ich kotzen, Leute. Und dann wird uns erzählt, wie toll alles hier läuft, was für ein reiches Land wir sind, wie gut das alles läuft. Und eine Menge Leute fallen hinten runter. Und man darf sich bitte mal an die Diskussion erinnern von den Tafeln, ja. Da geht irgendeine, ich weiß nicht, von der SPD oder von der CDU hin und will jetzt Tafeln bewerten. Das sowieso, also das ist anscheinend, aber dass die sagen, welche Tafel ist jetzt die tollste, dass es allein Tafeln gibt. Ja, ja, das alleine. Leute, ich auch, ich bin nur ganz kurz und ich wollte eigentlich nichts mehr sagen. Eben hat jemand gefragt, wie lange dauert das noch bis zur Diktatur Sieber, das glaube ich. Das dauert nicht mehr lange. Nach der Europawahl werden die Sau rauslassen. Das war Zusammenlegung der Sozialsysteme, Streifen der Sozialsysteme, das wird alles kommen, Zugriff auf die Sicherungseinlagen. Wir haben alle gepennt. Wir brauchen das überhaupt nicht. Ich könnte jetzt reinkommen, das macht man anders. Das würde jetzt den Abend jetzt sprengen, aber nur so viel, wir haben alle gepennt. Alle miteinander, da brauchen wir uns gar nicht. Wir hätten 2007 spätestens eine Zirkus veranstalten müssen wegen des Vertrags von Lissabon. Und das ist ein bisschen schade, dass der gar nicht zur Sprache kam. Das ersetzt kein guter Grundgesetz. Das ist eine Ersatzverfassung für die gesamte EU, die über dem Grundgesetz steht. Es sollte die EU-Verfassung sein. Die EU-Verfassung ist ja überall gescheitert. Dann hat man sie durch den Vertrag von Lissabon durch die Hintertür eingeführt. Das ist nur ein einziger Abgeordneter, der gelesen hat. Ja, jetzt kommt dazu, da muss man einfach auch sagen, die Sachen, die im Internet kursiert sind, waren nur juristische Änderungen, Aufbauen von
von dem, auf dem Vertrag von Nizza. Und man hat dann, ist man hingegangen, wieder durchschauen und jedermann nachlesen. Und das muss man sich einfach mal angucken. Ich habe den nur mal reingelesen, gebe ich ganz ehrlich zu. Und da wird schlichtweg ein ganz neuer Staat definiert. Und wie der aussehen soll, aufgrund seiner Größe und auf seiner Vielfältigkeit, den kann man gar nicht demokratisch im klassischen Sinne regieren. Das geht gar nicht so. Das sind viele Nationen. Das gut. In Anbetracht des historischen Bildes The Bosses of the Senate, war es, glaube ich, genau, wo man ja eigentlich dann schon gesehen hat, dass ja ganz ähnlich wie heute, diese Entgleisung einer Demokratie, wenn das vielleicht sogar ein Stück System hat, ja, dann ist natürlich mal die Frage, ist denn demokratisches Zusammenleben in der Form, sei es jetzt das Parlamentarische, indem man die paar abordnet, als Stellvertreter oder in der direkten Demokratie, die auch nicht zu glorifizieren ist, weil die braucht nämlich die ganz wichtige Voraussetzung, Bildungsstand. Sonst kann ich gar nicht urteilen über eine Sache. Ja, und dann kommt, und in heutigen Zeiten, was hier alles vor einem vorgesetzt wird, da würde ich eher die Hände auf den Kopf zusammenschlagen, zu sagen, was kommt da dann raus bei einer Abstimmung? Ja, das ist eine ganz heikle Geschichte, nur wo fängt man an? Ja, wartet man, bis wir die Küger werden, oder muss man jetzt anfangen mit der direkten Demokratie, weil sie ja auch einen Bildungscharakter hat oder eine Charakterbildung, ja, sagen wir es mal so, ja. Das ist eine ganz schwere Frage. Also für mich gibt es eigentlich einen zentralen Begriff in der Sache, apart von diesen beiden Modellen, und das ist ein ganz, ganz unbeliebter Begriff, aber das ist der wichtigste, und der heißt Selbstverantwortung. Es geht wirklich darum, so selber so zu leben, wie man will, dass die anderen leben. Die Menschen, die aufgewacht sind, haben eine ganz klare Verantwortung. Sie können nicht Rollenvorbild sein. Rollenvorbild für andere. Das ist anstrengend, das ist schwierig manchmal, aber das wirkt. Das wirkt auf Dauer, weil die Masse der Menschen geht nur dort mit, wo stabiler ist, wo mehr Sicherheit ist. Und wenn die Sicherheit mehr bei was anderem ist, sind die ganz schnell woanders. Die meisten Menschen sind Opportunisten. Und die hier im Raum sitzen, egal wo man wie sich selbst verortet, denke ich mal, ist eins gemeinsam, nämlich zu erkennen, okay, ja, man kann anders gehen, okay, dann, wow, dann einfach den Weg zu gehen und andere werden sich irgendwann anschließen. Weil ich wollte eigentlich nur sagen, weil ich sagte dort eben, im Internet generell, das wäre irgendwie das richtig gut, aber ich sag mal, die deutsche Bundesrepublik muss Englisch sprechen und dann müssen wir Bücher lesen. Also ohne Internet wäre ich zum Beispiel halt gar nicht hier. Also ich wusste von den Vorträgen. Mann, ey, das war doch. Ich wollte es nochmal auf den Punkt bringen. Ich wollte sagen, nur jeder, den Paul kennt, den seinen Vorträgen habe ich schon mal Bücher zu sehen, auf keine Kunden zum Beispiel, von sehr. Und von Sabine wüsste ich auch nicht, dass sie überhaupt diese Treffen stattfinden. Das möchte ich nicht sagen. Wenn ich lesen, wäre ich da jetzt nicht auf den Punkt gekommen. Ich wollte schon mal anmerken. Und vielleicht noch zu dir gerade, was du gesagt hast, das ist richtig Selbstverantwortung. Aber prinzipiell finde ich, mit dem Grundgesetz schon eigentlich alles ganz gut geregelt ist. Wir haben die drei Gewaltenteilungen, wir haben ja im Grunde, vielleicht noch so formell, das ist ja eigentlich nicht schlecht, wenn man es mal so ist, das ist nicht, natürlich läuft alles verkehrt, aber wir haben die drei Gewaltenteilungen, wir haben die Möglichkeit, das abzustimmen. Da müsste man gar nicht fundamental so viel jetzt, abgesehen von der verfassungsrechtlichen Sache, da müsste wahrscheinlich auch viel noch geändert werden, aber so prinzipiell, ne, das ist ja da. Hört sich das an, weil alles verkehrt wird. Aber es ist ja erstmal, steht ja da die Gewaltenteilung. Ne? Deswegen finde ich per se gar nicht nur so, dass ja, Demokratie, dass da komplett anders gemacht werden muss. Ne? Dass komplett neue Gesetze erfunden werden muss. Das finde ich so übrigens so. Wollte ich nochmal gesagt haben. Ne? Danke nochmal übrigens für den schönen Vortrag hier auch und die Einladung. Also willst du von Reichen weiter regiert werden, oder was? Nein. Ja gut, aber ich finde es ja gut. Nein, ich finde es nicht gut, aber wir haben, auch wenn es jetzt nur formell steht, wir haben ja die ausführende Gewalt, richterliche. Ja, die darauf zielen, einfach die Leute zu unterdrücken. Ja, aber ist ja okay. So. Aber diese drei Säulen, das hat ja der Hermann Klopper in seinem Buch auch schon erläutert. Das Wichtige ist, die zu erhalten. Und vielleicht zu optimieren. Ja, auch das, aber prinzipiell sind ja gute Grundpfeiler. Das Problem ist, dass es Außenwirkungen gibt, die diese demokratischen Konstrukte quasi unterhöhlen.
Und, also ich frage mich immer, man regt sich auf, dass von Ausland, also auch so von den Russen in Amerika irgendwie Gelder eventuell gespendet werden für Wahlkämpfe. Aber bei uns findet die Beeinflussung bestimmter Organisationen oder Parteien ja eigentlich auch statt. Ne? Egal von Amerika, Israel, von unterschiedlichen Ländern, um da bestimmte Meinungen zu auszurichten. Man müsste zum Beispiel nur Politiker, kann man zum Beispiel die Haftung nehmen, das wäre das gut. Einfach, dass sie haftbar sind für das, was sie tun, das würde schon eine Problematik ziemlich einschränken. Die Regeln einhalten, dann wäre für mich ganz klar keine andere Vorstandstätigkeit, aber das müsste immer mal verboten werden. Das ist der selbstverständliche Unterschritt, wo sich viele Sachen, also Robert hat es vorhin erzählt, müssen halt. Ja, es muss irgendwie ein Kontrollsystem mal rein, dass es halt gut wird. Ne? Ansonsten finde ich den Grundaufbau wahrscheinlich die beste Möglichkeit, die man haben kann. Das wird ein Problem, reich und arm wird immer irgendwo existieren. Das ist schwierig. Aber das ganz Neueste finde ich halt erheblich besser, als wenn das Problematik rauslässt, kann ich auch nur sagen. Vielen Dank. Was wichtig ist, ist immer für mich, das Schimpfen ist immer leicht getan und den großen Berg des Monsters aufzubauen. Schön ist, wenn man tolle neue Projekte vorstellt, die man dann auch umsetzen kann. Der Hadi ist ja hier mit seinem Projekt für Human Connection. Das ist immer noch im Aufbau und wir haben auch einen jungen anderen Kollegen, der uns im August besucht. Das ist der Marius Krüger. Den möchte ich bitte hier nochmal hinweisen. Ich habe das Datum nicht, aber ich habe es schon vermeldet auf der Facebook-Seite. Der wird uns eine App vorstellen, die nennt sich Democracy Deutschland. Wer auf der Facebook-Seite liest, der kennt es eigentlich schon. Aber er wird uns mal genauer erklären, wie man das benutzt. Weil wenn sich viele beteiligen, und dazu braucht es, um so eine Welle loszutreten, eigentlich immer nur so 2-5%, wenn sich viele beteiligen, kann man seinem Bundestagsabgeordneten im Wahlkreis dann auch mal diese App vor die Nase halten. So hat dein Wahlkreis entschieden und du hast aber eben namentlich anders abgestimmt. Deshalb ist auch der Marius auf die Idee gekommen, diese App zu entwickeln, weil das zutiefst enttäuscht war. So, und dann haben wir, das möchte ich jetzt auch noch sagen, im Juni einen, der in einer Partei ist, die ist nicht, die wird hier in den Gazetten nicht so gehandelt, aber es ist die Partei der Mitte. Und er ist umstritten, sicherlich auch, aber der Christoph Förstel war viele Jahre bei ARD ein Auslandsjournalist und im Bereich Nahost. Und ich habe ihn einfach mal gefragt, ob er zu den aktuellen Themen in der Außenpolitik einfach mal Stellung nehmen kann, seine Sichtweise, vielleicht auch diese Verquickungen, welche Gruppen da gegeneinander kämpfen, wo die stehen und so weiter. Also wer da eine Frage hat, der ist hier gut aufgehoben am 17. Juni, das gültige Datum. Da geht er dann auch nochmal auf, um da noch ein paar Fragen zu beantworten. Leon, hast du jetzt noch etwas ganz Spezielles? Nee, ich keine Tirade oder so. Ich würde ganz gerne von Paul Schreier mal wissen, dafür müsst ihr allerdings zuhören. Nee, wirklich ernst gemeint. Ich würde gerne mal von Ihnen so ein bisschen auch durchaus gefühlt den Eindruck von dem Abend jetzt hier haben, weil für meine Begriffe ist das jetzt von den drei Grunddiskussionsbegriffen, die wir hatten, schon ein bisschen entwachsen. Wie haben Sie das jetzt so in der anschließenden Diskussion wahrgenommen? Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Aber das Mikrofon nehmen ist lauter, ne? Ich fand es eine spannende Diskussion. Also ich muss auch sagen, immer wenn ich einen Vortrag mache, egal wo ich bin, ich finde die Diskussion grundsätzlich am spannendsten. Die sind nicht immer so lebhaft wie hier, aber oft sind sie sehr lebhaft. Und egal, ob wir jetzt nicht direkt am Thema geblieben sind, das ist ja nicht die Sache. Also es geht ja um etwas Größeres. Es geht darum, wie wollen wir unser Zusammenleben in der Zukunft organisieren, wie kriegen wir das hin, dass es demokratischer wird. Das ist ein großes Thema, wo man von vielen Seiten angreifen kann. Direkte Demokratie hängt viel mit Bildung auch zusammen. Das war hier vorne der Herr, fand ich sehr gut den Punkt. Also ohne ein verbessertes Bildungssystem wird das auch nichts. Das hängt ganz eng zusammen. Ich fand die Diskussion sehr gut. Und ich finde, wir brauchen viel mehr
was die Sabine Jahn hier organisiert, einfach solche Kristallisationspunkte, wo Leute zusammenkommen können und in einer größeren Runde miteinander reden können. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Schlüssel, dass man sowas regelmäßig an vielen Orten macht, denn das ist die Grundlage von allem Weiteren, denke ich. So ein öffentliches Gespräch, daraus kann alles andere auch entstehen.